Hallo und herzlich willkommen zur 12. Ausgabe von Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SV Wien Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Für uns als Podcast geht es in die zweite Saison und wir sind sehr gespannt, was uns dabei in den nächsten 10 Monaten erwartet. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Diesmal sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir haben uns kompetente Verstärkung dazu geholt. Aufmerksame Hörer haben seinen Namen schon öfter hier gehört und kürzlich hat er uns auch die Rivalität zu Regensburg erklärt. Hallo Micha. Hallo Gunnar. Hallo Sonja. Micha, stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor. Was verbindet dich mit dem SV Wien? Wer bist du? Was willst du hier? Ja, also ich bin der Michael Weberer, Jahrgang 78, in Wien geboren, beziehungsweise aufgewachsen und da dann auch, ja, ab dem jugendlichen Alter würde ich mal sagen, fleißig auf dem Hallberg tatsächlich gelaufen vom Elternhaus und da eben angefangen, mich für den SV Wien Taunusstein damals zu interessieren und wie der Verein bin ich dann auch nach Wiesbaden umgezogen und da lebe ich jetzt auch und gehe weiterhin zu den Heimspielen, manchmal auch auswärts und da ich aber vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden bin, muss ich schauen, wie das außer den Heimspielen demnächst so klappen wird und ansonsten, ich bin Sozialpädagoge und habe auch das Fanprojekt konzipiert für den Verein, wo aber jetzt weiter nichts draus geworden ist. Ja. Das wäre jetzt aber auch, glaube ich, ein anderes Thema jetzt. Ja. Ja, falls da irgendwann mal wieder was Neues gibt, das sollten wir auf jeden Fall dann mal thematisieren, aber momentan ist da, glaube ich, gerade Ruhe an der Front, oder? Ja, genau. Also im Prinzip war ich da auch, der Verein hatte mich da auch ein paar Monate für bezahlt und das eben konzipiert. Das ist jetzt in die Gremien gegangen, aber ja, da muss die Stadt Wiesbaden oder auch der Rheingau-Taunus-Kreis bereit sein, da ein bisschen Geld zumindest in die Hand zu nehmen. Mhm. Und dann könnte da eben auch das ist ja eine Form der Fanbetreuung, der Form der Jugendarbeit, könnte da was auf die Beine gestellt werden, von dem natürlich auch alle Fans was hätten, aber aktuell ist das so eher so eine Sackgasse. Ja, vielleicht, wenn es sportlich so weiterläuft, gibt es dann auch eher wieder einen politischen Willen, dass da was passiert. Ja. Ja. Und man sollte vielleicht noch sagen, du hast, glaube ich, dem Gunnar die Nummer 1 in der Groundhopper-App abgejagt neulich. Ja, nachdem ihr mich über diese Groundhopper-App informiert habt und ich tatsächlich zum ersten Mal für eine App auch was bezahlt habe, habe ich dann fleißig Spiele nachgetragen. Ja, und dann plötzlich war ich nur noch Nummer 2 beim SVW. Ja. Immerhin bin ich noch die Nummer 1 in der Britta Arena. Da habe ich dann ein paar Spiele voraus noch. Ja. Ja, genau. Aber du hast natürlich, wie du es gerade schon erzählt hast, eine deutlich längere Fan-Historie. Auch schon zu Regionalliga-Zeiten. Oder wahrscheinlich dann sogar schon Oberliga. Ne? Hast du wahrscheinlich dann damals auch schon gesehen, ne? Wenn du als Jugendlicher schon da warst. Ich müsste tatsächlich nochmal versuchen herauszufinden, wann ich angefangen habe, da regelmäßig hinzugehen. Ich habe auch noch die ein oder andere Ausgabe des Hallberg-Express, der damaligen Stadionzeitung. Die müsste ich mal im Keller raussuchen. Und ich habe auch irgendeine Pokalkarte, wo der SV Wien gegen den SV Wiesbaden gespielt hat, in den Ende der 80er. Also, ja, da war ich dann mit meinem Vater, ja. Richtig legendär. Ja, schön. Schön, dass du mit dabei bist. Achso, noch ein Hinweis, wie sagt man das bei dem Podcast, immer so Hausmeister, Hausmeisterei. Ein Hinweis für manche Hörer, die es bis jetzt noch nicht bis zum Ende geschafft haben. Es gibt auch Kapitelmarken. Also wenn ihr es über die Webseite hört, also sprich da den integrierten Player oder auch über YouTube, da sind auch, glaube ich, die Kapitel direkt verlinkt. Also man kann dann zu einzelnen Kapiteln springen. Und auch die meisten Podcast-Apps auf dem Handy sollten das auch unterstützen. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich brauche es natürlich nicht. Ich höre jeden Podcast, wenn, dann von vorne bis hinten an. Aber falls ihr da irgendwie selektiv hören wollt, schaut doch einfach mal, ob ihr die Kapitel findet. Und dann könnt ihr vielleicht auch das ein oder andere überspringen, wenn euch das Ganze zu lang ist und ihr direkt zu Buntes, natürlich unserer berüchtigten Buntes-Kategorie springen wollt. Okay,
Das also dazu. Wir hatten ja uns vorgenommen, ein bisschen öfter und dafür jeweils kürzer aufzunehmen. Klappt schon mal nicht. Klappt schon mal bis jetzt überhaupt nicht. Also wir sind noch weiterhin so im ungefähr Monatsrhythmus. Und wenn wir heute zu dritt sind, befürchte ich auch, dass es eher länger als kürzer wird. Je nachdem, in welchen Diskussionen wir uns verheddern. Ja, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Wie immer, geht's los mit dem Groundhopping. Ich hab nix. Sonja, erzähl mal, wo warst du? Sehr schön anmoderiert und dann die Stimmung gekillt. Ich war viel unterwegs tatsächlich, also neben den vielen SVW-Testspielen so am Anfang, die wir jetzt glaube ich auch, wenn dann gleich, vielleicht kurz nochmal ansprechen, war ich dann Anfang Juli für gut 2 Wochen im Norden unterwegs. Ich habe einen Sprachkurs in Kopenhagen gemacht tatsächlich und dabei dann auch ein paar Spiele mitgenommen. Also, hast du Schwäbisch mit Alex Zorniger geübt? Oder? Ja, so in der Art. Okay. Nein, es war ein stinknormaler Dänischkurs. Und da habe ich natürlich versucht, so für den Nachmittagabend Spiele zu finden. In der ersten Woche war es unmöglich, die waren alle im Trainingslager. In der zweiten Woche hatte ich dann mehr Glück, da war ich erst in Köln. Das ist ein Stück südlich von Kopenhagen. Die hatten ein Testspiel gegen Odense BK, also zweite Liga gegen erste Liga. So ein richtig stinklangweiliges 0-0, aber hat auch nichts gekostet, gab auch keine Bratwurst. Also es war, kommt einfach, wenn ihr Bock habt, und so viele hatten keinen Bock. Aber das ist ja irgendwie, wenn was nichts kostet, das taugt auch nichts. Ja, so ungefähr, dass den Eindruck machte es. Und den Eindruck machte dann auch das nächste Spiel, das war der FC Nordjylland, den man vielleicht dadurch kennt oder man den Trainer kennt. Das ist der alte Mainz 05-Trainer Kasper Jöhlmann. Ja, der von dort kam und inzwischen wieder dort ist. Spielten die nicht auch irgendwie zwischendurch europäisch? Waren die nicht Meister mal? Die sind mit ihm mal Meister geworden. Ja, genau. Die hatten ein Testspiel gegen Bridges FC, heißen die. Das ist so ein amerikanisches Ausbildungsteam. Die reisen durch Europa und versuchen da Verträge zu kriegen. Okay. Und das war auch wieder 0-0. Hast einen Lauf, ja, super. Und auch so katastrophal nach vorne. Wenn man jetzt bedenkt, Nordjylland ist nach 3 Spieltagen Tabellenführer und die haben so viele Tore geschossen. Das habe ich da nicht kommen sehen. Ja. Die waren da schon in der Liga? Nein, das war ein paar Tage, bevor die Liga losging. Ja, okay. Und dann ging es endlich auch um was. Dann war ich drüben in Malmö. Das ist ja nur über die Brücke. Mhm. Die haben Champions League Quali gespielt. Die schöne, ja, Öresundbrücke, ne? Richtig, ja. Genau. Mhm. Ja, Champions League Quali und es waren 1-1 gegen FK Vardar, heißen die, Skopje, also Skopje. Ja. Und das ist 1-1 ausgegangen. Eigentlich hatte Malmö da echt Pech, die haben sich einen Konter eingefangen, vorne die Dinger nicht gemacht, sind aber tatsächlich im Rückspiel ausgeschieden. Wie auch immer sie das geschafft haben. Stimmt, das habe ich gelesen, ja. Und das letzte Spiel da oben war dann natürlich Brøndby, die ich mir endlich mal wieder angucken konnte, auch in der Quali, in der Euroleague Quali dann halt. War standesgemäßes gutes 2-0 gegen eine finnische Mannschaft, die sie dann auch rausgehauen haben. Mhm. Auch im Rückspiel haben sie, glaube ich, 1-2 verloren, aber sind halt weitergekommen. Und das war die erste oder zweite Runde? Das war auch die zweite Runde. Ja, ich war ja, ich hatte auch gelinst. Ich war irgendwie so in Urlaub in Holland, Belgien, Frankreich unterwegs, hatte auch irgendwie Ausschau gehalten, ob ich da vielleicht nicht irgendwie so eine EL- oder CL-Quali-Runde noch irgendwie irgendwo mitnehmen kann, da gibt es ja auch genug Vereine, aber ich glaube, die steigen alle später ein. Also die qualifiziert sind, die kommen dann alle erst irgendwie, weiß nicht, dritte Runde oder sogar dann, da gibt es dann noch irgendwie eine Phase. Ne? Nach der dritten Runde gibt es dann, glaube ich, dann gibt's die Playoffs. Ja, genau. So. Und manche sind ja auch schon für die Gruppenphase qualifiziert. Ja, genau, so. Und da war leider nichts Spannendes, was gerade so auf dem Weg lag. Ich kann dir auch sagen, ich habe ja auch geguckt, so ob ich vielleicht vor dem Spiel von Wien in Osnabrück irgendwo in Holland ein Spiel gucken kann. Ja. Und da waren ja 2 Playoff-Runden und es waren, glaube ich, Eindhoven und Utrecht. Bei beiden gab es aber keinen freien Verkauf. Also das wäre dann auch sehr schwierig geworden, da an Karten zu kommen. Also, das Problem hast du ja dann im Zweifel manchmal auch. Ja, richtig. Ja. Na gut. Ja, das letzte Spiel, was ich noch gesehen habe, war jetzt am Wochenende die U23 von Mainz gegen FSV Frankfurt, das Absteigerduell. Ja, da wäre ich auch beinahe hingegangen. War ein deutlicher Sieg für Mainz. Also der FSV, es sieht auch nicht so gut aus jetzt mit dem neuen Kader und so. 2 Tore von Karl-Heinz Lappe, wie ich gelesen habe, der ja von den Bayern-Amateuren kam. Habe ich mir auch nur deswegen gemerkt, weil ich den Namen so toll finde. Karl-Heinz Lappe finde ich großartig. Hatte damals mal in Ingolstadt, wenn man eigentlich dachte, da kommt er vielleicht ein bisschen weiter. Und ist dann aber nicht über seinen Bankdrücker-Dasein, glaube ich, rausgekommen. Ja, genau. Ja, ich glaube, in der zweiten Mannschaft hat er dann hauptsächlich gespielt. Ja. Und in der ersten hat es nicht so richtig hingehauen. Ja. Genau, ja, da hat mich ja die Groundhopper-App fast in die Irre geführt. Das Spiel mich auch, nicht für samstags irgendwie drin gehabt. Und da wollte ich schon hinfahren. Und das ganz
kurz vorher, irgendwie so, weiß ich, im Prinzip eine halbe Stunde oder sowas, bevor ich losgefahren wäre, ging überhaupt erst auf, dass das Spiel erst am, weil ich habe mich gewundert, weil am gleichen Tag war dann dieses Testspiel von der ersten Mannschaft der Mainzer. Und da hatte ich mich schon gewundert, dass die das am gleichen Tag haben und dann ging mir erst auf, dass das da falsch drin ist und die erst sonntags spielen und da hat es mir dann nicht mehr gepasst. Dann. Naja. Micha, auch irgendwelche Testspiele geguckt? Nein. Nee, auch keine Gentestspiele jetzt einmal auf dem Hallberg? Jetzt kein eines, tatsächlich. Kein eines. Okay. Ich habe mir meine Stadionzeit für die Ligaspiele aufgespart. Ich hab daheim kurz angemerkt, dass die Wiener ein Testspiel gegen Mainz haben. Also das war ja das letzte, ja, genau. Bevor die Runde losging und hatte ein bisschen Interesse vorgetäuscht. Und dann aber sagen sie, aber wenn die Liga losgeht, da gehe ich dann aber. Ja, okay. Ja. Achso, ja, okay. Spiel vorbereitet. Ja. Genau, aber jetzt, also mein Urlaub war im April und ansonsten habe ich jetzt Urlaub. Also wir können davon ausgehen, dass deine Frau nicht bei unserem Podcast zuhört. Sie wollte mal reinhören. Okay, ja, gut. Ich nutze die Kapitelmarken. Alles gut. Okay, ja, dann würde ich sagen, lassen wir doch Testspiele sein und steigen direkt hier richtig ein ins pralle Leben. Oder vielleicht noch jetzt so das letzte Spiel. Also ich meine, es gab dann diverse Testspiele irgendwie im Trainingslager und davor, ich sag mal so, gegen die unterklassigen Teams wurde gewonnen. Da gab es noch gegen Ingolstadt ein 1-2. Und dann, was natürlich interessant war, gegen Mainz, was du gerade sagst, so der letzte Test und im Prinzip so Saisoneröffnungsfest war, oder wie man so. War keiner von uns da? Nee, wir deswegen wird es jetzt ein bisschen schwer darüber zu reden. Nein, ich wollte mal erwähnen, also ein 2-0 gewonnen, was klar, ich meine, Mainz war noch nicht so lange im Training, die waren vielleicht noch platt, weil sie wahrscheinlich erst mit Konditionen und solchen Sachen fängt man ja meistens an irgendwie. Und gut. Aber es klingt gut. Und unsere halt schon irgendwie eine Woche vor Saisonstart müssten halt schon so langsam Richtung 100% so langsam dann gewesen sein. Und von daher 2-0, aber ist trotzdem schön, klar. Und was man halt auch schon erkennen konnte, ich glaube, es war fast die identische Aufstellung, die dann auch eine Woche später beim Saisonstart dann gespielt hat. Von daher war es oder wäre es interessant gewesen, hätte man das gesehen, aber haben wir jetzt alle nicht. Aber Kolke hat einen Elfmeter gehalten. Ja, das ist doch kein Nachricht. Ey, ich wollte es nur mal kurz sagen. Also war, glaube ich, ein anderes Testspiel auch noch, wo er einen gehalten hat. Ich weiß jetzt nicht mehr welches, aber ich habe es irgendwo gelesen. War das in dem gegen Buchbach oder sowas? Also gegen Mainz hat er auf jeden Fall einen gehalten, ja. Und ich freue mich, wir haben nicht oft gegen Mainz gewonnen. Weder gegen die ersten noch gegen die zweiten von davor. Das stimmt, das auch stimmt. Genau. Testspielsieg. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ging es vor. Was haben wir jetzt? 10 Tagen ging es los mit der neuen Drittligasaison 2017-18. Wir nehmen jetzt auf am Mittwochabend, also kurz nach dem dritten Spieltag. Oder es laufen gerade noch die Partien des dritten Spieltags. Wir sprechen gleich mal drüber, wenn sie durch sind. Ja, Auftakt konnten wir letztes Mal alles noch nicht erzählen. Wir wussten noch gar nicht, der Spielplan war noch nicht draußen. Stimmt, der war. Da waren wir kurz davor, den zu erfahren. Genau, das war ein paar Tage vorher. So, also, wie wir jetzt wissen, haben wir gegen Jena gespielt. Ging es los gegen Jena. Praktischerweise auch am Samstagnachmittag. Das habe ich dann noch rechtzeitig geschafft. Nach dem Urlaub war ich gerade wieder rechtzeitig da. Ja, vielleicht kurz zur Aufstellung. Gut, hinten keine Überraschung. Kolke im Tor. Innenverteidigung Darms und Mockenhaupt. Ja, da war die Überraschung eigentlich, dass Steven Ruprecht erstmal draußen saß. Ja, wobei der vorher auch ein bisschen angeschlagen war. Da war die Überraschung nicht ganz. Und der hat auch im Spiel gegen Mainz, glaube ich, auch nicht gespielt oder halt auf der Bank gesessen. Genau. Dann rechts hinten, das ist auch keine so riesige Überraschung, Sebastian Wofza, der sich jetzt wohl wieder fest etabliert hat. Der war ja auch mal eine Zeit lang irgendwie so, oder gegen Ende der Runde, ein Wackelkandidat, aber dann hat man ja dann doch mit ihm verlängert und ist offensichtlich jetzt auch wieder Stammspieler. Links hat jetzt einer von unseren neuen Spielern verteidigt, Sören Reddermann. Und Alf Minzel, der jetzt die letzten 2,5 Jahre Linksverteidiger meistens war, plötzlich wieder auf seiner alten Position im linken offensiven Mittelfeld, quasi als Nachfolger seines Nachfolgers. Also als Ersatz für Marc Lorenz. Ja, ist eigentlich eine smarte Lösung. Ne?
Also wir haben die ganze Zeit auch im Podcast gesagt, okay, wir brauchen da noch einen, Lorenz ist weg, wer kann da hingehen, wir brauchen noch einen, wir müssen unbedingt noch einen holen und so. Ist jetzt halt die Frage, ob man jetzt da ob das eine Sache auf Dauer ist oder nicht, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber auf jeden Fall momentan spielt er da, hat auch alle drei Partien jetzt bis jetzt da gebracht. In der Mitte fehlt noch Pezzoni verletzt und da war dann Funk und Andrich so als in der Zentrale, das ist jetzt keine große Überraschung, rechts Philipp Müller, kennt man auch schon. Und vorne dann Scheffler und Blacher. Ja, das ist soweit jetzt nicht so überraschend. Blacher, neuer Kapitän. Funk quasi Stellvertreter. Ja, was hast du noch vom Spiel gegen Jena in Erinnerung? Micha? Ja, also ich fand es schon überraschend, dass Funk im Zentrum gespielt hat. Ich meine, klar, er hat da vorher auch schon gespielt, aber ich fand ihn da nie so stark. Ansonsten. Fandest du als Außenverteidiger besser, wenn er gespielt hat? Ja, so richtig gut auch nicht, aber ich fand die Saison jetzt gut. Bis jetzt Zentrum. Bisschen, also, genau, ansonsten, erste Halbzeit, ich fand so die erste halbe Stunde war so unter dem Motto, lasst uns nicht in Rückstand geraten und keinen blöden Fehler machen, die war extrem vorsichtig. Jena war über das ganze Spiel spielerisch sehr limitiert. Einsatz hat gestimmt und dementsprechend zäher Anfang mit der ersten Chance, das Tor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ich glaube, es gab eine halbwegs gute Chance vorher, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut. Aber dann, das war nicht die allererste. Ne? Genau, aber dann so direkt eigentlich schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein Freistoß, so aus dem linken Halbfeld ungefähr. Nicht ungefährliche Position eigentlich. Ja, und aber Alf bringt einen schönen rein, sieht, er kommt lang und dann läuft Redemann, der junge Mann, durch, entwischt seine Bewacher und hält eigentlich nur noch einen Fuß hin. Und das hat er aus sehr kurzer Distanz, also eigentlich war er ein bisschen zu zentral, aber ging dann doch gerade recht am Torwart vorbei. So kann man mal anfangen. Dann dachte man mal, es geht noch ein bisschen weiter. In der zweiten Halbzeit gab es noch Chancen. Ja, zweite Halbzeit war dann sehr gut, fand ich. Also da hätten sie das auf jeden Fall aufstocken müssen. Also da waren ja dann Minzel sich so richtig geil durchgetankt. Und da fange ich auch wieder an zu stöhnen über dieser Chance, Mensch, der reingegangen ist. Auch egal, ob der im ersten Versuch oder im zweiten Versuch reingegangen wäre, es wäre beides so geil gewesen. Ja, er war leider sein rechter Fuß, ne? Deswegen hat er auf den Torwart abgezogen. Ja, ich hätte eigentlich erwartet, der geht sonst wohin. Also. Ja. Aber ja, war dann ja alles auf unser Tor sozusagen, also genau. Auf die Nordwand. Ja. Dann Scheffler, einmal recht kläglich, auch direkt auf den Torwart, eine gute Chance. Ich glaube, Diawosi wurde ja eingewechselt auch. Richtig, genau. Der lief dann nach Abschlag Kolke, glaube ich. Ja. Der hat ihn direkt nach vorne und dann zu zögerlich. Und genau. Müller hat, glaube ich, auch zwei gute Chancen gehabt. Also Diawosi hat noch eine sehr schöne Vorlage dann gegeben auf Scheffler, wo er nur einen Fuß hinhalten braucht. Also hat er auch, aber hat er auf den Torwart gezielt. Oder? Ja, also da hätte sie 2-3-0 führen müssen. Genau, aber es ging dann gut, 1-0. Und gerade so im ersten Spiel ist eigentlich ein Sieg wichtiger als alles andere. Also schön spielen kann man später, aber so mal mit einem Sieg in die Saison starten. Verdient war er ja auch. Er war halt nur nicht hoch genug, wenn man so viele Chancen hatte, aber es war ein verdienter Sieg. Gab da noch das Handspiel, oder? Gegen Ende? War das? Handspiel, was war das? Achso, dieses vermeintliche Handspiel. Ja, genau, das war kurz vor Schluss, beziehungsweise es war ein Handspiel. Die Frage ist, wie sieht man es als absichtliches, also oder ahndungswürdiges Handspiel oder nicht? Das war in der Nachspielzeit, meine ich. Genau. Ich glaube, irgendwie auf Liga 3 Online, da ist doch immer irgendwie Baba Grafati mit seiner Schiedsrichter-Expertise. Ich glaube, da habe ich es gelesen. Der meinte, hätte man pfeifen sollen, aber wenn er es richtig gesehen hat, war es noch vor dem Strafraum. Da wäre es also ein Freistoß gewesen und kein Strafstoß. Also Frage, wie der Schiri das dann gesehen hätte. Genau, ja gut. Wie es der Schiri tatsächlich gesehen hat, keine Absicht und weiterspielen. Und so war es dann halt am Ende. Ist aber so ein Ding, kann dir immer passieren, wenn du nur 1-0 führst. Ja, dann kriegst du in der letzten Minute nochmal so ein Mist da rein. Ja. Und dann hast du keine 3 Punkte mehr. Aber wir haben ja ein erstaunliches Schlachtenglück seit Monaten. Das heißt also, beziehungsweise in den Spielen, wo es nötig ist, selten, dass wir am Schluss noch irgendwelche blöden Tore jetzt gefangen haben. Das kennen wir jetzt eigentlich seit Regen fast gar nicht mehr, oder? Wir haben die eher gemacht am Schluss. Ja, das kam öfter vor, auf jeden Fall deutlich öfter, ja. Genau.
Ja, gut. Ein 1-0 zum Auftakt gegen einen Aufsteiger ist in Ordnung. Ja. Ja. Im Heimspiel. Sollte man erwarten können, aber gut, weißt du nicht. Ne? Die Aufsteiger manchmal, haben wir jetzt gerade gestern gesehen, sind teilweise auch dann erstaunlich stark. Ja, dann gehen wir nochmal weiter. Zweiter Spieltag auswärts in Osnabrück am Freitagabend. Sonja, du warst da. Ich war da, genau. Vielleicht erstmal vorab müsste man erwähnen, dass Osnabrück eine Strafe hatte. Dass die, glaube ich, nicht ganz so viele Plätze für ihren Stehblock verkaufen durften, wie sie können. Also es war ein bisschen leerer. Und dass sie dann daraufhin auch, nee, dass sie Fahnen und Zaunfahnen, Banner, so ganz, das ganze Zeug durften sie auch nicht mit reinnehmen. Ja. Daraufhin haben sie dann beschlossen, die Klappe zu halten, also auch nicht zu singen oder so. Ja. Das heißt, es war da stiller als sonst. Ich war ja auch schon ein paar Mal da. Normalerweise immer ganz geile Stimmung, so bei Flutlicht, aber da war es dann doch sehr still. Hat der Mannschaft wahrscheinlich auch nicht unbedingt geholfen, aber bei uns lief ja auch irgendwie alles. Also mit der ersten Chance machst du es 1-0. Ja, schon nach 5 Minuten. Genau. Und dann ist mit der ersten Ecke, war glaube ich die erste Ecke dann auch, machst du es 2-0. Genau. Und dann guckt der Gegner erstmal blöd und dann haben wir halt auch gut gekämpft so hinten raus. Osnabrück hat es natürlich versucht, aber da kam dann erstmal auch nicht so viel. Die sind dann zweite Halbzeit besser geworden und drücken da, aber da haben wir uns auch irgendwie immer noch dazwischen schmeißen können. Und gut, dann in der Schlussphase ist es so ein bisschen dann eskaliert in unsere Richtung mit noch 2 Toren. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt waren die dann auch einer weniger. Weil genau, da ist noch einer verletzt raus und sie konnten nicht mehr wechseln. Genau, besonders bitter. Der ist, der hat sich verletzt irgendwie quasi mit einem Zusammenstoß oder Zusammenprall irgendwie mit einem eigenen Mitspieler. Mikkel? Der andere wollten irgendwie beide schießen und der Mitspieler kloppt ihm halt hinten gegen das Bein. Ja, genau. Und hat er sich in der Szene tatsächlich diesen Kreuzbandriss zugezogen? Ja, danach ist er raus. Ja, ja. Bitte, ne? Ja, das habe ich gar nicht gesehen, weil es von der anderen Seite war. Ja. Also man hat nur gesehen, dass ja, also das, irgendwann das, halt das, einer lag. Ja. Dass es so schlimm ist, das hat man jetzt auch natürlich erst im Nachhinein erfahren. Aber die waren dann halt dann die letzten, weiß ich nicht, was, 5 oder 10 Minuten oder sowas waren dann, glaube ich, dann einer weniger, weil sie schon gewechselt hatten. Ja. Und dann gab es noch, ja, im Prinzip 2 Konter eigentlich, die dann schön ausgespielt waren. Ja, absolut. Das eine dann, wer hatte sich da vorher durchgesetzt? Da kam der Ball auch von links. Einmal war Emil Budulu auf jeden Fall ganz stark. Genau, das war vor dem letzten Tor. Ja. Genau, den hat dann Andrist dann versenkt. Und vorher war, glaube ich, ich meine, das war irgendwie auf linker Seite, war es auch Reddemann, der dann reingeschickt. Der auf Funk ablegt, der den dann rein. Schäffler legt dann rein, ab auf Funk und klopft, der den aus 20 Metern irgendwie rein, leicht abgefälscht. Ja. Vorher die Tore von Schäffler und Ruprecht. Ruprecht nach der Ecke. Ja. Genau. Ja, ja, und dann hat man plötzlich mal 4-0. Hat natürlich Spaß gemacht, wenn es dann auf einmal 4-0 steht, klar. Ja, ja. Klar, ich meine, vom Spiel her eigentlich deutlich zu hoch. Ja, vom Spiel her war es ein 2-0 oder vielleicht ein 1-2. Ja. Also wir haben jetzt nicht unverdient da gewonnen. Genau, das war auch mein Eindruck vom Fernsehen her. Und dann brauchst du dich ja auch nicht irgendwie mit Statistiken und weiß ich nicht, die hatten mehr Ballbesitz oder so. Klar, wenn wir in der 5. Minute in Führung gehen und dann 2-0 führen, dann lassen wir die kommen, dann müssen die auch kommen. Ja. Also da darf man jetzt nicht so viel auf den Kram dann geben. Was wieder bemerkenswert war, wie eigentlich auch schon seit Monaten ganz wenig zugelassen eigentlich. Also ich meine, die hatten tatsächlich die meiste Zeit den Ball und kommen auch durchs Mittelfeld, aber dann irgendwo spätestens in der Abwehrreihe ist dann meistens Schluss. Ja, aber sich immer noch irgendwer dazwischen schmeißt oder in einer entscheidenden Situation den Zweikampf gewinnt. Ja. Oder auch entsprechend gut einfach die Räume zugemacht werden, dass halt einfach nicht dann der Schuss durchkommt. Ja. Und den Rest hat dann Kolke, ne? Genau, Kolke oder dann auch mal Glück irgendwie, also so die beste Chance, irgendwie so ungefähr 75. Minute, wo der Ball dann knapp am Tor vorbeigeht, hat man dann halt auch mal. Und Ähnliches, um schon gleich zum nächsten Spiel von gestern Abend überzuleiten, haben wir gestern wieder gesehen. Gestern Abend Heimspiel gegen Unterhaching. Ja, anfangs eher halbwegs ausgeglichen. Hat man schon gesehen, dass Haching spielerisch ganz gut ist, aber sich anfangs noch einigermaßen neutralisiert, würde ich sagen. Und dann mit der ersten Chance setzt sich Müller auf der linken Seite gut durch. Flanke rein, Blacher kriegt irgendwie die Fußspitze dran. 1-0. Ja, im Gegensatz zu Osnabrück blieb es dabei. Aber es hätte eh nicht laufen können. Also dann in der zweiten Halbzeit gab es ein paar Chancen. Micha hat einen bisschen skeptischen Blick drauf. Ja, also ich habe Osnabrück jetzt nicht ganz gesehen. Habe ich eigentlich nur die zweite Halbzeit gesehen. Und klar hatte Osnabrück auch gedrückt. Aber ich fand Haching, also wenn man es mit Jena mal vergleicht, also die waren ja so spielstark, technisch stark. Haching jetzt, ja, auf jeden Fall. Also Haching waren auf jeden Fall besser als Jena. Die haben die Bälle stark nach außen verlagert. Die haben auch wirklich schwierige Bälle
angenommen und dann lag der Ball praktisch am Fuß. Und auch keine überhasteten Abspiele, also alles mit Bedacht. Ja, das war den hat halt einfach die Durchschlagskraft vorne gefehlt. Die haben dann immer sich festgelaufen. Ja. Beziehungsweise unsere Abwehr hat eben auch wieder... Genau, also unsere Abwehr hat dann in die entscheidenden Zweikämpfe dann doch gewonnen. Auch Kopfball, ich glaube, Kopfball, also hinten haben wir fast jeden Kopfball gewonnen, gefühlt, auf jeden Fall. Und ja, aber wir haben da... Klar, gegen Ende, gerade der Andrist, weiß nicht, ob du da noch was... Da wird Gunnar gleich noch was sagen. Da wird und jetzt könnte man vielleicht noch erwähnen, Ruprecht ist dann ab Spieltag 2 jetzt wieder im Team, nachdem jetzt Robert Andrich sich irgendwie leicht verletzt hat, irgendwas muskuläres, weiß ich nicht, Zerrung, glaube ich. Und dann Darms stattdessen wieder auf die 6 gerückt ist und Ruprecht in die Innenverteidigung. Ja, da ist natürlich mein, mit seiner Größe alleine, der räumt ja jeden Kopfball weg, der dann in seine Nähe kommt, das ist schon mal immer gut. Wobei auch Mockenhaupt und Darms sehr kopfballstark sind, aber das, ja. Ja, genau, ja, Andrist, der kam zur Halbzeit gestern und hat uns erst erfreut und dann zur Weißglut getrieben, würde ich mal sagen. Also erst kommt schon direkt eine Flanke, wo er zum Kopfball kommt, knapp drüber, da kann man sagen, okay, gut. Halt die Chance halt nicht verwertet, aber das ist jetzt ja kein Weltuntergang. Dann ein paar Minuten später setzt er sich gut durch, von der linken Seite kommt, macht noch einen Haken und kommt zum Abschluss aus relativ spitzen Winkel, aber zieht halt drauf. Da hätte man auch überlegen können, gibt der vielleicht besser ab. Ich glaube, Blacher war da, glaube ich, mitgelaufen. Wobei, das habe ich mir dann extra nochmal angeguckt. Aber ich meine, er spielt halt seinen Gegner da echt gut aus. Ist sehr nah am Tor und hat eigentlich eine richtig gute Chance, den oben reinzukloppen. Genau, bin ich auch noch dabei. Er verzieht den dann halt schießen drüber. Na gut. Aber okay. Da bin ich nicht so sauer, dass er den selber versucht hat. Ist okay. So, aber dann kommen dann noch irgendwie ein, zwei Chancen, wo er ganz klar irgendwie einfach nur auf eigene Kappe spielt und wirklich den Mitspieler übersieht. Und was halt uns vor allem aufgeregt hat, also da waren wir uns, glaube ich, aber auch alle im Block einig, also das habe ich von vielen um uns herumstehenden auch so mitbekommen, alle haben sich aufgeregt, der ist halt keinen Meter zu viel gelaufen, der ist wirklich gerade so in den Offensivaktionen, aber nach hinten nichts. Ja, gerade wenn du so in den letzten 10 Minuten 1-0 verteidigen musst. Mit Mann und Maus, also wenn ich sehe, was Schäffler abgerissen hat und Alf irgendwann mit Krämpfen raus... Was die nach hinten gearbeitet haben. Ja, und er stand eigentlich nur vorne so im Raum rum. Also es ist ja, du kannst ja sagen, okay, wir machen das als Taktik, wenn wir irgendwie, wir verteidigen das so, dass einer vorne den Ball für einen anläuft. Genau, einen schnellen nach vorne, ja. Aber er ist ja keinen angelaufen. Ja. Er stand ja da immer nur so dazwischen. Ja. Ohne sich irgendwie wirklich zu bewegen oder irgendwie einen gefährlichen Eindruck zu machen auf den Ballführenden. Und da haben wir eigentlich eher mit 10 Mann das Ding dann verteidigt. Ja, und das war furchtbar von oben zu sehen. Neuneinhalb, weil irgendwie Modulo war da auch. Der kam auch noch rein. Ja, dann später ähnlich drauf. Der. Und das ist erstaunlich für Leute, die reinkommen und eigentlich noch viel mehr Luft haben. Ja, wenn du 20 Minuten nur spielst, dann kannst du eigentlich fast alles im Sprint ja machen. Ja, und Andres, der wollte noch ein Tor machen. Ja. Ja, aber ich glaube, den Trainer überzeugt er halt eher über defensive Wege, die halt in einem höheren Tempo als ein Trab geschehen. Und sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hat jetzt, weiß ich, im ersten Spiel kam er, glaube ich, erst ganz kurz vor Schluss rein. Ja. Osnabrück war es etwas länger, da hat er dann ganz kurz vor Schluss dann noch das 4-0 gemacht. Gestern hat er eine ganze Halbzeit gehabt. Also ja, aber ich denke, wenn er in die Startaufstellung möchte, dann ja, so nicht. Da muss er mehr arbeiten. Also das, ich glaube kaum, dass Rehm da einem Spieler irgendwie so einen Sonderstatus gibt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lorenz wäre früher auch so ein Kandidat gewesen oder war einer und der hat ja dann auch richtig gerackert die letzte Rückrunde. Also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mit einer Ausnahmestellung im Team dann geben wird. Also wie er gestern gespielt hat, kommen wir ja nicht auf die Idee, den nochmal einzuwechseln beim 1-0. Dem muss er schon echt den Kopf waschen, dass der sich da anders bewegt. Ja. Was ist, eigentlich kann der ja was, das muss man ja sagen. Also jetzt auch, wenn wir über die Chancen sprechen und so, ich meine, da hat er sich entsprechend freigelaufen oder nochmal einen ausgetanzt oder so. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass das eine totale Graupe ist. Ja. Aber da hat es halt echt an der Einstellung gelegen. Das ist, also Chancenverwertung, das hatten wir von den Rostocker Kollegen ja schon gehört. Der hat zwar viele Tore letztes Jahr geschossen, wie viel hat er? Ich glaube 12. Zweistellig auf jeden Fall, ja. Ja. Aber halt auch wahnsinnig viele Chancen vergeben und ungefähr so eine Quote hat er jetzt bei uns auch. Also einen hat er gemacht und weiß ich nicht, sagen wir mal 4 vergeben oder sowas. Ja.
Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Also ein Potenzial hat er ganz sicher. Das ist, denke ich, eine Frage der richtigen Einstellung dann, dass er da auch ein Starter-Spieler wird bei uns. Ja, das ist auch ganz gefährlich, weil der ja wirklich so jetzt, also Königstransfer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war ja eigentlich so der, wo man gesagt hat, wir haben Außenbedarf und das war hier, der hat so und so viele Tore. Ja. Und wenn der sich dann so ein bisschen hängen lässt und ja, ich meine, ich kenne den jetzt nicht, aber so wie er gestern gespielt hat, wenn der auch so trainiert, das ist halt ganz gefährlich. Aber wenn er dann weiterhin nicht spielt und dann Stinkstiefel ist, dann hast du da einen Spieler, den du eigentlich brauchen könntest und der dann vielleicht so ein Problem wird. Ich hoffe, der berappelt sich und weil gerade außen, also es ist ja relativ einfach bei uns zu spielen. Ja, würde ich also jetzt mal sagen. Das ist jetzt gerade eine interessante Frage. Alf hat jetzt alle drei Spiele gestartet als Linksaußen oder als linker Mittelfeldmann. So wie früher. Hat auch richtig gut gespielt. Also ich meine, läuferischer Einsatz im Prinzip noch mehr als vorher, ne? Man glaubt es ja kaum mit 35 mittlerweile. Aber auch mehrere Vorlagen schon. Ja, und wenn ich sehe, wie der sich, glaube ich, als es dann 3-0 stand in Osnabrück oder so, wie der sich da im Mittelfeld noch in Zweikämpfe geworfen hat, um irgendwie noch an den Ball zu kommen, das war Wahnsinn. Also das ist so, da kriege ich echt so ein Leuchten in die Augen, wenn ich da im Block stehe und sowas sehe. Ja, auch gestern, ist großartig. Gestern auch wieder. Da ist er wirklich bis zum Umfallen gelaufen, ja. Also im wahrsten Sinne. Hat jetzt auch immer mal wieder mit Müller so die Seiten getauscht. Das ist ja schon ein bisschen lustig dann zu sehen, dann irgendwie so Alf auf rechts außen. Ja. Das ist ein ganz ungewohntes Bild, aber auch da hat er es gut gemacht, dann auch mal so nach innen gezogen und da auch tatsächlich mal so Lücken gerissen. Also ja, in der Form auf keinen Fall wegzudenken aus der Mannschaft. Das ist die Frage, spielt er das jetzt dauerhaft? Ich glaube, in Wahrheit kann der auch Torwart. Ich glaube, der kann einfach alles, der Typ. Ja, vielleicht gut, Tore schießen jetzt nicht so, aber ansonsten... Nur die ganz wichtigen. Ja, nur die richtig wichtigen. Ja. Genau. Ja, ansonsten auf der anderen Seite, Müller hat da schon zwar ein paar gute Szenen, aber auch doch auch ein bisschen Schatten zwischen dem Licht, würde ich sagen, oder vielleicht etwas mehr sogar. Also war auch, habe ich so einiges in Erinnerungen jetzt so aus den ersten Partien, wo ich dachte so, eher Schwachpunkt. So im ersten Spiel hat er mir nicht gut gefallen eigentlich. Nee, mir auch nicht. Gut, jetzt hat er gestern immerhin die Vorlage gegeben. Ja, und auch in Osnabrück zum 1-0 war er auch beteiligt. Ja. Ja, da gibt er gibt den Ball eigentlich so aus der Zentrale nach rechts. Das funkt, und funkt den rein. Funk flankt den dann nach links, wo Scheffler dann den Fuß noch hinhält. Auch da war er. Ja, also im ersten Spiel habe ich auch gedacht, oh je, und warum geht er nicht früher raus? Also hat den, glaube ich, auch ganz spät erst ausgewechselt. Ja. Aber jetzt so die letzten beiden Spiele, dachte ich, ja, kann vielleicht doch was werden. Genau. Ja, und dann haben wir ja so als Außenkandidaten jetzt außer Andrist auch noch Kuhn, der war ja anfangs noch verletzt, ist jetzt mittlerweile wieder dabei, wurde gestern eingewechselt. War es gestern seine erste Einwechslung? Oder nee, der ist auch in Osnabrück gekommen. Ist auch schon reingekommen, ne? Genau. Ja, gut, zu dem können wir noch nicht viel sagen. Ne? Ja, ich verspreche mir eigentlich recht viel von ihm. Also es war halt ärgerlich, dass er sich dann verletzt hat, so irgendwie, ich glaube, im Trainingslager. Ja. Ist das irgendwie passiert, ne? Und deswegen hat er vielleicht auch noch ein bisschen Rückstand. Eine kleinere Sache war es jetzt, ja gut, aber ich meine, jetzt, wenn er jetzt schon wieder dabei ist und schon wieder eingesetzt werden kann, dann war es jetzt auch nicht so tragisch. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber also ich denke, er wäre auch einer für die Startformation für den ersten Spieltag auf jeden Fall gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ja. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Mal gucken, wie er sich da so auf Dauer entwickelt. Der war ja dabei bei Sandhausen erst lange verletzt und kam dann da überhaupt nicht mehr zum Zug. Also der hat im Prinzip jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, im letzten Jahr kaum gespielt eigentlich, ne? Ja, aber in den Testspielen, in denen ich ihn da gesehen habe, hat er eigentlich einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Ja. Also vor seiner kleineren Verletzung jetzt bei uns. Dann, was auch noch so ein bisschen eine Baustelle ist, ist links hinten, würde ich sagen. Redemann teilweise schon mit sehr guten Szenen, aber teilweise halt auch noch mit groben Schnitzern, würde ich sagen. Also und zwar in allen drei Spielen immer mal wieder wackelig gewesen, kam viel über seine Seite, wobei was für ihn spricht, ist das, also gerade in Osnabrück und gestern habe ich das so im Kopf auch, dass er das am Anfang relativ unsicher war und mehrere Duelle verloren hat, aber dass er sich dann so reingebissen hat. Also das ist dann auch gegen Jena so eine Erinnerung. Das ist, ja gut, da kommt ja auch noch sein Tor dazu, das ihm, glaube ich, auch nochmal Sicherheit gegeben hat. Ja, aber der hat am Anfang auch schon so ein bisschen gemerkt, der muss sich jetzt erstmal an einen Profibetrieb gewöhnen. Ja. Der hat ja bis jetzt, der kam aus der U23 von Leipzig. Und was haben die gespielt? Regionalliga, ne? Das ist dann ja so, ja. Hat auch Kapitän, glaube ich, oder? Das kann sein, ja. Ich meine. Aber ich sag mal, das ist so an der Grenze zum Profitum an der Stelle. Ne? Also ich denke, da geht es jetzt in der dritten Liga schon noch ein bisschen anders zu. Ja.
teilweise merkt man es ihm noch an. Ja. Also er beißt sich da schon noch irgendwie rein, aber an manchen Stellen fehlt es irgendwie noch. Also ich sehe den jetzt auch nicht als Idealbesetzung für links hinten. Ja, zumal der auch nicht für links hinten geholt wurde. Also er wurde uns ja als Innenverteidiger, glaube ich, verkauft, ne, genau, als er geholt wurde. Ich meine, andererseits ist es natürlich schön, dass er jetzt gleich Spielpraxis kriegt. Ja, das ist ja gerade so in jungen Jahren, ist das ja im Prinzip jede Spielminute Gold. Und mit null Gegentoren ist es ja jetzt auch nicht so schlimm ausgegangen. Ne? Genau, das muss man auch mal sagen. Ne? Ich meine, auch wenn da Sachen dabei waren, waren jetzt, ich glaube, ein, zweimal kamen Flanken, die zwar gefährlich wurden, aber richtig grobe Sachen, die dann jetzt direkt, meinetwegen direkt zu einem Konter und Tor geführt hätten oder sowas, hat man dann wiederum auch nicht. Ich sehe jetzt schon, also gegen Jena, da kam ja generell nicht so viel. Ja, ich denke, das war okay. Aber jetzt Haching, da hat er, also wenn was ging, dann über ihn. Also in der ersten Halbzeit zumindest. Also in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Und ja, ich denke, das hängt schon damit zusammen, dass er es in Leipzig nicht gespielt hat. Weil da lernst du doch bestimmt, auch beim Spielaufbau, er hat dann oft mal einen Stockfehler oder kriegt den Ball an der Linie nicht angenommen. Und wenn er dann hinten noch die Seite nicht zukriegt, und das liegt, ich meine, mit Minzel, als der ist ja jetzt auch nicht einer, der vorne stehen bleibt. Ja, also er hat ja schon noch Unterstützung. Und dann war das schon noch ein bisschen. Aber ich denke, der Trainer sieht da Potenzial und denkt, ja. Also gut, noch ging es gut, wenn du halt mal hinten liegst. Potenzial sehe ich da auch, ehrlich gesagt. Ja. Also er hat ja auch richtig gute Szenen gehabt, aber es sind halt noch zu viele nicht so gute dabei. Genau. Ja. Wollen wir noch ein bisschen über die restlichen Spieler im Kader spekulieren? Oder gibt es da jetzt nicht viel, so zu viel erzählen? Was meint ihr? Was wollen wir noch? Ja, generell, ich fand nur, also ich habe es gestern nochmal so überlegt, dass so die Neuzugänge, wie gesagt, Andres hatten wir eher enttäuschend angefangen, trotz Tor. Redemann, klar, war brauchbar. Dann hast du natürlich Lorch, der sich verletzt hat und noch keine große Rolle gespielt hat. Der wurde jetzt auch nur eingewechselt. Der wurde im ersten Spiel eingewechselt. Ja. Eigentlich ist er aber dafür eigentlich ein ziemlich guter Backup, ja, so, wenn du ein Spiel über die Zeit bringen willst, dann hast du so einen Defensiv-Allrounder, den du reinwerfen kannst, war jetzt halt ärgerlich für ihn, dass er sich dann verletzt hat. Ja. Aber so, aber es ist wohl auch nichts Schlimmeres und er kommt jetzt bald wieder, ne? Habe ich auch so gelesen, ja. Das gleiche mit Kuhn und, ja, also ich hoffe, dass da schon noch was kommt, weil von den Neuzugängen hatten wir bislang dann noch nicht so viel und da hatte ich mir eigentlich mehr versprochen. Ja. Da hat er Mrovca und, der jetzt wieder da ist und voll im Saft steht, oder dir irgendwie Budulu, der dann auch wiederkommt, ist ja auch eigentlich ein Neuzugang. Richtig, ja, kann man so sagen. Von daher, ja. Genau, ja, andererseits ist natürlich halt aus der erfolgreichen Rückrundenelf eigentlich auch nur Lorenz weggegangen. Ne? Der Rest ist ja eigentlich so, der überwiegende Teil der ersten Mannschaft ist ja noch da. Da müssen die anderen natürlich auch erstmal zeigen, dass sie besser sind. Genau. Also ich meine, hat glaube ich, Rehm auch irgendwo in einem Interview gesagt, die haben jetzt im Prinzip einen Vorteil, die kennen sich, die sind jetzt so eingespielt, haben auch einen Vertrauensvorschuss, ne, weil sie halt eben jetzt auch schon die letzten Monate gut gemacht haben. Die anderen müssen Gründe haben quasi, dass sie sich in die Mannschaft reinspielen. Genau, Müller hat halt den Schwadorf-Platz eingenommen, ne, weil gegen Ende war ja eher Schwadorf, der war auch verletzt. Genau, der hat, glaube ich, Leisten-OP gehabt oder irgendwas und ist da jetzt noch. Das soll aber, glaube ich, auch bald wiederkommen. Ja, könnte auch bald wiederkommen. Da hat man auch wieder eine Option mehr noch in der Offensive. Also ja, so. Genau. Ja, bevor wir sonst noch Personalien ansprechen, gucken wir doch vielleicht mal kurz, was die Tabelle macht. Auch sehr gerne. Das ist doch ein sehr schönes Thema. Aber wir sind, glaube ich, nicht mehr alleine vorne. Nee. Ja, genau. Gerade vorhin ist jetzt die zweite Hälfte des dritten Spieltags zu Ende gegangen. Und wir sehen, Fortuna Köln hat Osnabrück 3-0 besiegt. Also Osnabrück hat gerade so ein bisschen die sind gerade nicht so richtig im Schwung, kann man sagen. Ne? Den haben wir die Lampen ausgeschossen. Haben schon ein paar Gegentore kassiert jetzt. Und was noch viel lustiger ist, ich will nicht gehässig sein, aber interessant auf jeden Fall, der Aufstiegsfavorit Karlsruhe verliert schon wieder jetzt in Bremen. Also gegen Bremen am Anfang der Saison zu spielen, ist natürlich auch höchst undankbar, weil die haben da doch schon bestimmt ein, zwei Leute dabei, die auch so Material für die erste Mannschaft wären. Ne? Na gut, wir müssen da auch bald hin. Ja, genau. Sprechen wir gleich noch drüber. Hier aber allein Ajicek. Ist es? Ja, der hat im ersten Spiel, glaube ich, zwei Tore geschossen. Mal gucken, hat er heute auch wieder getroffen? Dann hat eben der Kassio und Jensen.
Okay. Na gut. Gut. Aber jedenfalls, ja gut, Tabelle insgesamt ist jetzt natürlich... Würzburg hat auch verloren. ...noch nicht so, so super aus. Würzburg hat zu Hause auch verloren gegen Münster. Ja. 1-0 und Magdeburg in Meppen gewonnen. Ja. Ja, dann gucken wir nochmal kurz drauf. Also wir sind geteilter Tabellenführer mit, man höre und staune, Fortuna Köln. Die auch. 3 Spiele, 3 Siege, 6-0 Tore, exakt wie wir. Dann Bremen 2. Wird man auch auf kurz oder lange aber auch nicht unbedingt da oben erwarten. Aber den bringt es ja auch nichts, da oben zu stehen. Die können ja, ja nicht aufsteigen. Ja, ja, können sie aber auch nicht absteigen. Dann schon eher zu erwarten, Groß-Asbach, Münster. Ja, Groß-Asbach, ja, mit neuer Trainer, weiß man auch nicht so genau, aber die, bei denen scheint es zumindest am Anfang auch gut zu sein. Die hatten halt einen Lauf im ersten Spiel, da, ist, ja. Da haben sie echt jeden Schuss irgendwie in den Winkel gekloppt. Ja, die hatten mehrere Freistoßtreffer dann. Ja, gegen, das waren richtig gute Tore gegen Magdeburg. Gegen Magdeburg, genau. Ja, da, hat er, da, hat er, da hat echt jeder Weitschuss irgendwie ja, ja. gesessen. Genau. Ansonsten noch interessant, Paderborn, die ja jetzt ja jahrelang eigentlich kaum 2 Spiele hintereinander gewonnen haben, die haben auch schon 7 Punkte. Sind auch. Torverhältnis von 9-7. Ja. Nach 3 Spielen. Ja, nicht schlecht. Ansonsten noch interessant, ja vor allem unten, Würzburg, die Absteiger, erst 2 Punkte, also 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Karlsruhe erst 1 Punkt. Das ist erstaunlich, weil uns ja von vielen Seiten irgendwie so erzählt wurde, ja, die 2 Absteiger sind die riesen ja. Favoriten und dieses Jahr. Und die haben natürlich auch einen riesen Umbruch jeweils im Kader. Ne? Ja. Ich glaube, bei Würzburg, ich glaube, die haben den halben Kader ausgetauscht, sind 10 Leute oder irgendwas gegangen, 10 gekommen so ja, ungefähr. Mindestens, ja. Und bei Karlsruhe ja genauso. Die haben ja auch, ich sag mal so, alles, was Rang und Namen hat, in der 3. Liga ja irgendwie zusammengekarrt. Da haben wir auch unseren alten Freund Dominik Strohengel von Darmstadt geholt. Und Anton Fink, den ich glaube mindestens ein oder war auch schon 2-mal Torschützenkönig in der 3. Liga. Ich glaube auf jeden Fall der All-Time-Torjäger. Rekord-Torjäger, genau, in der 3. Und ja, ansonsten haben wir da unten noch... Ja, aber guck mal, die Karlsruhe, die haben jetzt gespielt gegen Haching, Bremen und Osnabrück. Das ist ja jetzt auch nicht... Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ist jetzt auch nicht unbedingt... Ja, gegen Osnabrück haben sie aus dem 0-2 immerhin noch ein 2-2 gemacht, aber wenn man sieht, wie Osnabrück in danach gespielt hat. In Haching haben sie geführt, da haben sie sich dann... Kurz vor Schluss haben sich dann geführt, ne? Und dann haben sie sich irgendwie blöd bekämpfen lassen von Haching. Ja. Haben wir gestern gesehen, die können ja schon ein bisschen was, ja. Aber die haben ihnen, glaube ich, nach dem 2-1 für Karlsruhe, Haching eigentlich mit dem Anstoß direkt das 2-2 gemacht. Also da haben wir mal richtig gepennt. Mhm. Ja, und dann kurz vor Schluss... Also da haben sie sich irgendwie so ein bisschen übertölpeln lassen. Ja. Also das haben die sich sicherlich anders vorgestellt. Ansonsten, dass irgendwie so Vereine wie Lotte und Zwickau noch nicht so gut reinkommen. Auch Meppen als Aufsteiger, das überrascht jetzt noch nicht so. Mhm. Erfurt finanziell geplagt, irgendwie, ich glaube, nicht viele Verstärkungen bekommen und noch dazu jetzt eine ganze Verletztenmisere. Ja, die haben die halbe A-Jugend, glaube ich, hochgezogen. Ja, ja, also. Und Lotte hat natürlich einen Trainerverschleiß. Ja, genau, das ist nach dem ersten Spiel schon gleich der neue gekommene Trainer, oder nach noch nicht mal 2 Wochen ist der heute schon wieder weg, ja. Der Ismail Atalan, ist glaube ich der erfolgreiche Coach des letzten Jahres, der ist jetzt zu Bochum gegangen, ne? Ja, wobei der ja vorher auch schon mit Aue, hat er sich ja schon getroffen und war ja irgendwie in Verhandlungen, hat er dann doch nicht gemacht. Also der Abgang kam jetzt nicht überraschend, okay. Aber es ist halt blöd, wenn das alles mitten in der Vorbereitung passiert. Ja. Da hat man schon echt einen Nachteil. Dann Corociano, der dann auch nach kurzer Zeit wieder hinschmeißt. Ne? Ja. Ja, und dort hat er in der Rückrunde schon stark nachgelassen. Da hat natürlich auch eine englische Woche nach der anderen. Ja, aber, mit den Nachholspielen, ja, genau. Aber ja, da ging der Trend schon nach unten, ja. Ja, und Osnabrück hat sich sicherlich auch nicht nach 3 Spieltagen auf dem letzten Platz gesehen, aber... Vor allem auch nicht nach dem ersten, als sie in Karlsruhe einen Punkt geholt haben. Stimmt, ja, genau. Ja, die schlechteste Abwehr. Ja, na gut, aber okay. Müssen wir jetzt nicht zu viel reindeuteln in die Tabelle nach 3 Spielen. Naja, aber es sieht doch schön aus, wenn wir dann mal wieder oben sind. Ja, na klar. Also das genieße ich auf jeden Fall, solange es anhält. Wer weiß, wie schnell das wieder vorbei ist. Aber, die Favoritenrolle geklärt für Samstag. Ja, genau. Ja, da kommen wir doch schon gleich zum nächsten Stichpunkt. Aber wir sollten den hier behalten, der kann das mit den Überleitungen besser als wir. Ja, genau. Wir lassen den Micha vorher ein paar, wenn er mal keine Zeit hat, dann lass mal einfach ein paar Überleitungen einsprechen. Ja. So im Nachhinein. Ja. 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 Genau.
Wenn wir nichts wissen, dann machen wir einfach Cut. Ne? Wir machen eine Pausenmarke. Genau. Micha, sag uns auch was. Ja. Wir lassen uns das sponsern. Irgendwie so Britta präsentiert Ihnen die nächste Überleitung. Bing. Ah, die Überleitung wird präsentiert von Britta Jures. Ja, so wie inzwischen so jede Einwechslung präsentiert wird von irgendeiner Zahnarztpraxis. Ja. Oder von Sunmaker. Ja, genau. Ja, genau. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Das sage ich, glaube ich, öfter, als dass wir da tatsächlich zu den Sachen kommen, oder? Nee, wir kommen dann auch immer noch zu dem Punkt. Ja, dann mal weiter. Ja, okay. Also. Jetzt habe ich die Überladung kaputt gemacht, ne? Mit dem Einwurf. Ja, ist ja, wunderbar. Die Leute wollen unterhalten werden. Ja, klar. Sollen wir mal einen Witz erzählen? Oder so? Ein Sketch aufführen. Die nächsten Partien. Das ist jetzt interessant. Weil eigentlich kann man sich, oder ich weiß nicht, ich glaube, fast immer ganz gut merken oder immer auch einen besonderen Augenmerk auf den KSC haben. Weil die spielen eigentlich immer in der Woche vorher gegen unseren darauf folgenden Gegner. Also das ist so in dieser Spielplanarithmetik. So, da bin ich gespannt, wie du jetzt das nächste Spiel uns verklickerst. Ja, genau. Und jetzt ist halt eben dieser eine Moment quasi so in dieser Spielplanrotation, wo sich das halt überwirft. Da kommen wir halt jetzt gegen... Sie haben aber gegen Bremen gespielt jetzt. Ne? Genau, wir spielen gegen Karlsruhe und als nächsten Ligagegner dann gegen Bremen, gegen die sie heute gespielt haben. Und dann passt wieder. Ja, genau. Also jetzt am kommenden Samstag auswärts in Karlsruhe im Wildparkstadion. Heißt das Wildparkstadion? Wie heißt denn das gerade? Hat er noch einen Sponsorennamen? Das dürfte noch so heißen, oder? Das hieß doch bestimmt auch noch anders, oder? Keine Ahnung. Vielleicht für mich heißt es Wildparkstadion. Für mich wird es immer die Arbeit. Nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall im Wildpark. So viel steht fest. In Karlsruhe. In Karlsruhe. Beim Aufstiegsfavoriten. Ja, und jetzt ist quasi umgekehrte Vorzeichen, aber ja, kann man da jetzt irgendwas erwarten? Ja, die können uns schon mal mit einem Sieg nicht einholen. Okay, das kann man schon mal sagen. Und es geht vielleicht nicht so schlimm aus wie beim letzten Mal, als wir da waren, weil da haben wir, glaube ich, 4-0 den Riss gekriegt. Genau, ich habe es heute nochmal nachgeschaut. Wir haben einmal, als sie schon mal in der dritten Liga waren, das war vor 3 oder 4 Jahren, das habe ich jetzt gerade vergessen, ich glaube vor 3 Jahren. Oder ist es schon 4 her? Ich habe es heute noch ins Blog geschrieben. Ist egal. Jedenfalls schon ein paar Jahre her. Da haben wir in Karlsruhe 4-0 und zu Hause 2-4 verloren. Aber das war, glaube ich, der letzte Spieltag. Das war der letzte Spieltag, ja. Da war es dann irgendwo ein bisschen wurscht. Aber ja. Wir haben 4-mal gegen Karlsruhe in der Liga gespielt und 4-mal verloren. 4-mal? Wann denn noch? Wir haben schon mal gegen Karlsruhe in der dritten Liga gespielt. Hatte ich zumindest so nachgesehen. Also hier bei Kicker waren jetzt, glaube ich, nur 2. Oder war das dann in der zweiten Liga? Ja, in der zweiten Liga. Da haben wir gegen die, glaube ich, auch mal gespielt. Sie haben auf jeden Fall 4-mal in der Liga gegen sie gespielt. Das hatte ich nachgeguckt. Ja, genau. Die sind nämlich... Na, warte mal. Bin ich gar nicht sicher, weil damals, als wir im Pokal gespielt haben, das war ja unser zweites Zweitliga-Jahr. Und da waren die in der ersten. Die waren damals ja quasi Favorit auch. Ne? Wir waren Zweitligist, die waren Erstligist. Dann haben wir gegen die gewonnen. Ja, sind wir wieder gut vorbereitet heute. Ja, Micha kommt jetzt irgendwie 4-mal in die Halsbahn. Ich dachte, ich war gut vorbereitet. Wir hätten wieder Lügen überzeugend verkauft. So, jetzt, ja. Liebe Zuhörer, ihr hört mich tippen. Hier, Kicke direkt Vergleich. Ja, da sind dann nur 2. Vier Spiele. 5 Spiele. Na ja, gut, das eine ist das Pokalspiel. Ich habe doch heute auch... Begegnungen. Ah, okay, Regionalliga, Entschuldigung. Oh, Regionalliga, wann war denn Karlsruhe? Ah, das 2001. Das war noch mit diesem coolen alten Logo, mit dieser Pyramide drauf. Ja. Okay, dann habe ich das... Dann haben wir aber 4 Ligaspiele. Und was haben wir da? Da haben wir auch 2-mal keine Klatsche bekommen. 4-0 in Karlsruhe verloren. Ja, auch noch ein lustiges Logo damals, Karlsruhe. Ja, ja, genau, das war durch dieses Projekt Karlsruhe 2000 irgendwie. Das gegen uns funktioniert hat dann, ja. Ja, also wir haben... Okay, ja. Wir können es nur besser machen. 3 Tore und mehr kassiert pro Partie. Genau. Naja, aber das Pokalspiel, das kann uns keiner nehmen. Damals. Ja, was ich... fang ich mal an. Ich erwarte eigentlich, dass unsere Abwehr weiterhin recht fest ist. Also ich meine, man kann natürlich nicht erwarten, dass man jetzt jedes Spiel 0 spielt, aber... Ich glaube nicht, dass wir eine Packung kriegen. So viel. Fangen wir mal defensiv an. Also klar, ein Tor, wenn es blöd läuft, auch 2. Das ist immer drin. Andererseits waren die bisher auch nicht allzu sattelfest offensichtlich in ihrer Defensive. Von daher bin ich auch einigermaßen optimistisch, dass wir da auch treffen. Also, ich sag mal, einen Punkt könnte man da schon mitnehmen. Ganz vorsichtig ausdrücken.
zumindest wird uns ein Punkt deutlich mehr helfen wie den. Und wenn es kurz vor Schluss unentschieden steht, kann man vielleicht noch einen Konter setzen. Zum Beispiel, ja. Aber ich würde so ganz stammtisch-weisheitenmäßig sagen, wer es erst Tor macht, gewinnt auch. Weil ich glaube, wir werden nicht den Fehler machen und nachlassen, wenn wir da führen. Und wenn die aber aus ihrer Verunsicherung raus in Führung gehen und sich dann vielleicht doch so in einem, jetzt vielleicht nicht in einem Rausch, aber... Ist befreien, ja. Ja, wir waren jetzt vorne auch nicht so torgefährlich aus dem... Also wir haben ja keinen Gegner erdrückt eigentlich. Mhm. Also vielleicht gehen wir in der zweiten Halbzeit. Ja. Und von daher... Aber das ist völlig offen, meiner Meinung nach. Wir hatten halt noch keinen Rückstand, ne? Genau, also, das kommt dann auch noch dazu. Wie wir auf den Rückstand reagieren, fehlt irgendwie noch. Andererseits, generell und vor allem in der aktuellen Situation kommt es uns natürlich entgegen, dass auch, wenn die Tabelle halt gerade ein bisschen dagegen spricht, aber Karlsruhe auf jeden Fall der Favorit ist. Das heißt, es verlangt jetzt auch keiner irgendwie, dass wen das Spiel machen muss. Ja, klar, wenn Karlsruhe da gewinnt, wird keiner sagen, oh, was war da los? Ja. Aber, klar, die Vorzeichen haben sich ein bisschen gedreht und ich denke, man kann da selbstbewusst genug auftreten und dann werde ich mir es auf dem SWR angucken. Im SWR, genau, richtig, mit dem SWR sogar übertragen. Ich habe es im Blog ja schon geschrieben, ich bin ja erstaunlicherweise schnell ein Fan der Telekom-Übertragung geworden. Die gefallen mir richtig gut. Also das sowohl rein technisch, also halt irgendwie Bildqualität und so Ganzen, das ist halt alles Top-Standard. Okay, die kommen jetzt nicht wie Sky mit 25 Kameras ins Stadion, aber ja, brauche ich das auch nicht. Auch kein Mensch. Nee, also, und irgendwie Kamera auf Zuschauer und den ganzen Quatsch, das brauche ich eh nicht. Also, das reicht mir aus und die Kommentatoren sind gut informiert. Also, die wissen zu den Spielern was zu sagen, können sie richtig zuordnen. Also, ich meine, manchmal hast du halt so den dritten Programmgrad, dass die noch nicht mal dann, die kennen dann vielleicht von ihrer jeweiligen Heimmannschaft sozusagen, aus ihrem Sendegebiet kennen sie dann die Mannschaft, aber dann die andere Mannschaft, dann verwechseln sie dann schon dann die Spieler, wenn sie gerade nicht die Rückennummer richtig erkennen und so weiter. Also, und das ist jetzt schon richtig gut. Also, das, und auch so die Interviews, okay. Ja, gut, man braucht auch halt keine Interviews in der Halbzeit, finde ich. Das ist ja so, nee, so eine Unsitte, die sie jetzt dann auch da eingeführt haben. Das braucht kein Mensch. Sonst die Übertragung ist gut. Ja. Das ist so ein paar kleine Sachen dann noch. Also gestern habe ich mir zum Beispiel nach dem Spiel das Interview mit Blacher angeguckt und der fragte ihn, warum er denn in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Und Blacher meinte dann so, ja, in der Halbzeit war das aber nicht. Ja, Also so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Auch jetzt eben gerade bei dem Fortuna-Spiel sagte der Kommentator auch, ja, mit 9 Punkten müsste man schauen, ob es für die Tabellenführung reicht, kommt drauf an, wie wen spielt. Also das okay. Ist dann auch so, ja, guten Tag. Aber das sind halt so kleinere Sachen, ja. Die man dann, glaube ich, auch erstmal verzeihen kann. Es ist gut, die Sachen zu sehen. Es ist ärgerlich, dass es keine Konferenz gibt. Die wäre an Tagen, an denen der eigene Verein nicht spielt, halt echt gut. Genau, ich glaube, das gibt's ab nächsten Jahr, ist das angekündigt, ne? Ja, interessiert uns schon nicht. Stimmt, gucken wir Sky-Konferenz. Zweite Liga haben die ja noch alles, ne? Ja. Ja, muss man ja aufpassen. Ja. Genau. Vielleicht kann ich mir auch irgendwo über die Telekom einwählen. Ja, wie ich jetzt gelernt habe, das Rotzex, das ist so eine Kneipe am ersten Ring, Kaiser-Friedrich-Ring. Die auch viel Fußball zeigen generell, die haben jetzt wohl auch, ich glaube jetzt seit dieser Woche oder irgendwas, haben die wohl auch dieses Telekom-Abo. Also wenn man mal in der Kneipe Fußball gucken möchte, kann man das wohl dort tun. Ja, das hilft mir nicht so viel. Ja. Wen Spiele in der Kneipe gucken, wir haben natürlich auch was, ne? Habe ich noch nie gemacht? Nee, ich auch nicht. Oder? Damals in der 2. Liga vielleicht? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht. Ja, wenn ich bis zur Kneipe kann, kann ich auch hinfahren. Also ja, egal wohin. Das, ja genau. Ja, gut. An einem verschneiten Dienstagabend nach Unterhaching. Okay. Ja, Moment. Ja, für dich jetzt nichts Neues, sondern ja. Da guck mal in deinen Blog, gell? Das habe ich schon mal gemacht. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Beispiele jetzt gerade. Wir werden es alle gucken, auf jeden Fall. Genau. Oder fährst du hin? Sonja? Nee, wahrscheinlich nicht. Das Auswärtsspiel in Unterhaching? Nee, nein, jetzt über Karlsruhe. Über Karlsruhe haben wir geschrieben. Ich habe wieder eine Überleitung geschrieben. Ah, verdammt. Ich habe schon wieder verpasst. Ja, da wäre ich tatsächlich auch gerne hingefahren, weil ich glaube, das ist tatsächlich dieses Jahr das nächste Auswärtsspiel, das nächstgelegene, nachdem uns ja die Rhein-Main-Teams abhanden gekommen sind. Aber passt leider auch nicht. Ich habe zum Samstag auch noch andere Sachen. Und es fährt tatsächlich mal wieder ein großer Bus. Das ist immerhin mal schön, ja. Ja, der Volker bietet den ja regelmäßig an und die Moni. Sagt ihn auch regelmäßig und wieder ab. Und dann wird er regelmäßig wieder abgesagt. Meistens wird es dann irgendwie ein Kleinbus und dann wird es am Ende dann 2 Pkw, genau. In denen noch 3 Plätze frei sind. Ja. Aber das ist doch gut. Ja, genau.
Ja, generell dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, vor allem dann jetzt, wenn die Sommerferien vorbei sind. Und ich hoffe, dann hält auch noch unser Höhenflug, wenn man mal so nennt, noch ein bisschen an. Dann haben wir vielleicht auch mal Glück, dass vielleicht mal wieder wenigstens 3000 Leute ins Stadion kommen, unabhängig vom Gegner. Ja. Der Verein hat jetzt angefangen, irgendwie so auf den Social-Media-Kanälen das zu nennen, wir sind wenige, aber geil. Ah, okay. Also, gerade auch ist das jetzt der Claim? Sieht so aus, ja. Also gerade auch in Osnabrück irgendwie so der Stadionsprecher, ja, wir begrüßen jetzt die nicht so zahlreich angereisten Gäste und so. Mhm. Halt so ein paar Spitzen in die Richtung und ja, wir waren 33 Leute, ja. Ja. Hat mir die Ordnerin danach gesagt und dann sagst du natürlich so, ja gut, wir sind 33, aber wir 33 sind lächelnd hier rausgegangen und ihr zieht gerade alle eine Fresse, ja. Ich hatte die Telekom auch angemerkt bei der Partie, weil es dann irgendwie dagegen hat, ich dachte, der Reporter wollte auf diesen Stimmungsboykott oder diese Blocksperre, diese teilweise hinaus, dann sagte aber ja, weil die Zuschauerzahl irgendwie 7.900 oder 9.700, ja, irgendwie so, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist, ja, bei das. Und dann sagt er, was aber auch daran liegt, dass nur so wenige aus wie in Wiesbaden da sind. Wo ich dachte, ja gut, der ist dann auch noch nicht so lange dabei. Kündigung ist raus. Also, 33 Freitag ist für uns schon nicht so schlecht. Ja. Ja, so ist es. Da waren auch schon weniger. Ich kann mich erinnern. Genau. So, dann mal weiter im Text. Die Woche drauf ist das große DFB-Pokal-Wochenende. Die erste Runde. Wir spielen, das wussten wir letztes Mal schon, gegen Erzgebirge Aue. Und das wurde terminiert auf Sonntag 18.30 Uhr. Ja, ist jetzt auch so ein bisschen durchwachsener Termin. Ist für uns okay, wahrscheinlich. Ich meine, wird es aber ein paar Gästefans hindern zu kommen. Mir, ja, weiß ich nicht. Sonntags geht es ja immerhin auch noch, ne? Dann sind die Autobahnen frei. Also ich denke mal, da. Es ist halt wirklich sau spät dann. Ja, du weißt nicht, ob es in der regulären Spielzeit vorbei ist oder ob es länger geht. Klar, bis einigermaßen spät zu Hause. Aber wie weit ist das? 400 Kilometer, was sind das? Ja, gut 400. Ja, das ist schon ein Stück. Gucken wir mal. Aber wir haben auf jeden Fall sportlich eine Chance. Ja, sollte man meinen. Ne? Also ich denke, da können wir auch wieder die Favoritenrolle als unterklassige Mannschaft schön wieder beiseite schieben. Aus der kompakten Defensive, na, dann den Rüdiger Rehn spricht die Basics ab. Also, andere sprechen von Grundtugenden, bei Rüdiger Rehn sind es eher die Basics. Du hast das auch schon so völlig verinnerlicht. Ja. Ich fand das so schön, weil, wo habe ich das kürzlich gehört, in irgendeinem, oder gelesen, in irgendeinem Interview, oder in irgendeinem Artikel, wo ein Spieler befragt wurde, ich weiß nicht mehr, welches war, das vor ein paar Tagen erst, das ist noch nicht lange her. Und der sprach dann auch von den Basics. Da wusste ich gleich, okay, der hat in der Mannschaftssitzung das jetzt oft genug gehört, das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, und Aue muss ja auch am Mittwoch vorher in der Liga ran. Ja, genau. Und zwar, weil deren Spiel in Heidenheim ja neulich ins Wasser gefallen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, da hat es so geschüttet jetzt letztes Wochenende. Das war auch auswärts, ne? Von da in Heidenheim, ja. Gleich genau. Zweimal. Das ist schön on Tour. Und dann auch noch mittwochs. Hätte auch der Dienstagspieltermin sein können, aber sie spielen dann mittwochs. Ja. Und vielleicht spielen die vorher auch sonntags, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Sonntags ist ja so der Hauptspieltag in der zweiten Liga. Von daher, ich sag mal, ist es im Zweifelsfall kann es nur ein Vorteil für uns sein, dass die direkt ein paar Tage vorher noch ein Spiel haben. Ja, und die haben ja auch einen neuen Trainer und ja. Der hat jetzt dann noch. Ja, noch nicht viele Erkenntnisse. Die wissen jetzt auch gar nicht, wo sie stehen, weil sie einfach diesen ersten Spieltag noch nicht hatten. Ne? Die haben dann jetzt noch gar keinen Pflichtspiel jetzt gehabt, ne? Nö. Ja, gut, also die haben 10 Minuten oder sowas gespielt, ne? Also kommen dann jetzt noch zwei. Genau, also jetzt am kommenden Samstag oder Sonntag haben sie ihr erstes dann und dann das Nachholspiel direkt. Ja, sind wir mal gespannt. Genau. Dann geht es wieder in die Liga weiter und dann können wir uns jetzt wieder an eine KSC-Vorgängerregel orientieren. Dann geht es nämlich gegen Werder Bremen, also die zweite Mannschaft natürlich, und zwar auswärts. Platz 11. Der berühmt-berüchtigte Platz 11. Haben Sie die Maulwürfe da mittlerweile vertrieben? Da gab es doch mal was letztes Jahr. Wahrscheinlich bei der Nicht-Abstiegsfeier haben sie die platt gemacht. Oder Wühlmäuse oder irgendwas war doch da. Naja. Genau, ja, das ist jetzt dann die Frage, also die sind ja auch, hat man vorhin schon gesagt, gut gestartet. 7 Punkte. Aber vielleicht ist bis dahin dann auch schon irgendwie der ein oder andere, der vielleicht dann sich noch einen Profikader dann irgendwie verdingen darf. Keine Ahnung. Zumindest sind sie schön ausgeruht, weil sie ja kein Pokal spielen auch.
Das stimmt. Das stimmt. Die haben die Woche vorher kein Problem. Andererseits sind sie dann vielleicht auch aus dem Bus. Auf jeden Fall wird da wahrscheinlich kein großer Bus fahren, denke ich. Das wäre cool. Ja. Wenn wir Aue schlagen, vielleicht. Ja. Das ist auf jeden Fall samstags zur guten Zeit, also 14 Uhr. Und dann die Woche drauf, mal gucken, ob es dann immer noch ein Spitzenspiel ist. Also nach aktuellem Stand wäre es eins, nämlich gegen Fortuna Köln zu Hause. Und da kommt auch maximal ein großer Bus aus Köln. Die sind ja auch nicht so der Zuschauermagnet. Nee. Da kommen ja voll die Brocken. Bremen, Köln, alle umgeschlagen noch. Ja, wenn das man so auf die Tabelle guckt. Dann ja, müssen wir Karlsruhe ja fast schlagen. Ja, um nicht gleich wieder ja, gleich wieder rum. Das ist der einfachste Gegner von allen. Ja. Sonst rennst du den hinterher. Ja. Ja. Ja, gut. Mal schauen. Ja, das Spiel gegen Köln könnte ich ärgerlicherweise vielleicht verpassen. Da bin ich möglicherweise eingespannt. Ja, dann hole ich auf. Das stimmt, ja, dann holst du auf. Und Sonja holt sich meine Dauerkarte ab. Ja, ich bin vielleicht auch nicht da. Oh nein. Ich glaube, ich muss da arbeiten. Auf meiner Dauerkarte steht jetzt extra stehblock.de. Dass wir die alle nehmen können. Ja, klar. Muss man nur vorweisen, dass man ein Login für WordPress hat. Das interessiert keinen Menschen. Man darf es ja auch weitergeben, das ist ja, ausdrücklich erlaubt. Aber dann habe ich mich hier vom Micha inspirieren lassen. Du hattest letztes Jahr schon auf deiner Dauerkarte NNH draufstehen, dein Forums-Nickname. Ja, stimmt, das habe ich bei der Vorstellung auch vergessen, dass ich im Forum ja auch aktiv bin. Genau. Unter NNH. Ja. Wer sich von mir da schon genervt gefühlt hat, weiß dann, das jetzt auch zuzuordnen. Aber ich habe dann Michael NNH Weberer eingegeben und. Und die drucken da echt alles drauf? Die dann drauf. Ja, vielleicht gibt es auch da so einen kleinen Filter. Dass es gibt ja einen Vorstand raus. Es gibt ja ein Feld irgendwie für Firmenname, falls du jetzt irgendwie für eine Firma Karten bestellst. Und wenn du dann, was du da eintippst, da kannst du im Prinzip auch eintippen, was du willst. Und ach, da hast du Stehblock.de. Und da habe ich Stehblock.de eingetippt und deswegen steht das jetzt auf meiner Dauerkarte drauf. Und ich finde das gut und cool. Also ich meine, das ist ja nicht völlig egal, aber ja. Als Gimmick finde ich es cool. Nicht? Ja. Ich heb mir die auf. Ja, klar, ich habe die auch alle noch, da sicher. Ja, genau. Ja, aber ich glaube, weiter brauchen wir jetzt noch nicht vorausschauen. Ja, dann nehmen wir hoffentlich bis dahin sind wir hoffentlich wieder dran. Vielleicht schaffen wir es auch vorher. Mal gucken. Vielleicht im Siegesrausch nach dem Pokalspiel oder sowas. Das wär auch cool. Mal gucken. Mal gucken, wie wir es schaffen. Also das ist noch völlig offen. Ja. Ja, dann so viel zum Ausblick auf die nächsten Partien. Gucken wir doch mal, was sonst noch so los ist rund um den SVW. Ich habe da einige Notizen. Ja, dann hau raus. Ja. Zum Personal. Wir haben ja vorhin angesprochen, dass da vielleicht noch was passiert, so im Kader. Aktuell, oder fangen wir mal mit den Fakten an, was schon passiert ist. Was wir nicht mehr für möglich geglaubt gehalten haben, ist, dass der Vertrag mit Nils Ole Boog aufgelöst wurde. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, der sitzt aus und kassiert das, ja. Wir wissen nicht, was da gelaufen ist. Also von daher ist es jetzt auch müßig zu spekulieren oder sich auf eine Seite zu stellen, moralisch oder sonst irgendwie, das lassen wir jetzt mal ganz neutral. Man wollte ihn nicht mehr haben, was bitter genug ist, nachdem er ja auch, weiß ich nicht, wie viele Jahre da war und war seit der Winterpause eigentlich, in der, weiß ich nicht, Gott hat separat trainieren müssen auch. Dann durfte ich nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Und vor anderthalb Jahren. Nee, letzten Winter war das. Das war noch unter Frühling. Ach doch, stimmt. Ja, okay. Genau. Und dann war ja noch die Frage, waren ja die drei Spieler, Iginullo, Boog und Schindler. Und was auch immer da vorgefallen ist, wie gesagt, wir wissen nichts. Und hat man es ja noch kurzzeitig gefragt, ob die dann vielleicht unter Rehm dann nach dem Trainerwechsel dann vielleicht eine neue Chance kriegen. Aber er hat ja dann klar gesagt, das ist eine Entscheidung der Vereinsführung, die trägt er mit. Und damit war das Thema durch. Ja, die anderen beiden sind, bei denen lief der Vertrag eh aus, die waren dann schon im Sommer weg und mit Boog hat man sich jetzt offenbar irgendwie geeinigt. Zweifel wahrscheinlich eine Abfindung oder sowas. Davon kann man wohl mal ausgehen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, ob er jetzt tatsächlich nochmal irgendwo einen anderen Club findet. Ich meine, der ist jetzt auch deutlich über 30. Ich glaube, der ist knapp so alt wie Alf. Ich glaube, 34, 35 auch schon. Weiß ich nicht genau. 34, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, ja. So unglaublich. Ja, auf jeden Fall. Könnte ja auch aufhören. Ich ärgere mich gerade, weil ich eine Bekannte habe, die
wohnt in Itstein und der Nils Ole Burg wohl auch. Und der ihr Kleiner ist irgendwie befreundet mit dem Kind vom Nils Ole Burg. Okay. Von daher hat die da so ein paar Infos und ich habe die dann angeschrieben, ob sie was weiß. Und sie wollte nachfragen und jetzt habe ich aber vergessen, nochmal nachzufragen, was ich jetzt gerade eben nachgeholt habe. Ja. Vielleicht kommt jetzt noch was rein. Vielleicht kriegen wir gleich noch live, der Umzugswagen steht gerade vor der Tür. Ja, genau, aber ja klar, der wird nochmal was kassiert haben und da wird er irgendwas in petto haben. Ja, wäre es ja blöd. Oder ihm war das doch auch zu doof mittlerweile. Vielleicht, ja. Ja gut, Vertrag wäre ja dann nächstes Jahr wahrscheinlich ausgelaufen. Ja, der läuft aus. Nächstes Jahr, genau. Also jetzt Ende der Saison läuft er aus und vielleicht hat er jetzt auch keinen Bock mehr darauf gehabt, aber ja, kann man nur spekulieren. Gut. Möglicherweise, wie auch immer, also keine Zahlen, was da jetzt Gehälter und Ablösen oder Abfindungen und sonst irgendwas alles angeht. Aber möglicherweise sind dadurch ja noch ein paar Euro jetzt im Personalbudget übrig. Es sollen noch zwei weitere Spiele oder dürfen gehen, und zwar Evans Niarko. Da hatten wir es ja auch schon so ein bisschen vermutet oder befürchtet. Ist auch ein bisschen schade, der kam im Winter. Nie eine richtige Chance gehabt. Machte dem einen Testspiel, was wir damals gesehen haben, eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Hat sich dann, da war er glaube ich noch als Testspieler. Und dann, weiß ich, zwei Tage später unterschreibt er dann tatsächlich den Vertrag und verletzt sich beim ersten Training. Dann hat es lange gedauert und dann kam er, glaube ich, einmal wurde er für zwei Minuten eingewechselt. Ja. Und das war's. Mehr haben wir nicht von ihm gesehen. Also offensichtlich konnte Rehm mit ihm jetzt nichts anfangen. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Und deswegen darf er jetzt schon wieder gehen, obwohl er erst von einem Jahr gekommen ist. Na gut, er wird ihn oft genug im Training gesehen haben. Das können wir jetzt halt irgendwie schwer beurteilen. Ja. Aber er ist natürlich schon, er ist schon richtig doof. Jetzt. Ja, natürlich. Und dann außerdem Wladimir Kovac, der Rechtsverteidiger, wird wohl auch nicht mehr benötigt. Und der war jetzt in Jena zum Probetraining. Die aber gesagt haben, oder die ihn jetzt nicht verpflichten. Das ist jetzt wohl der Fakt, der da rauskam. Also da ist jetzt auch noch offen, was jetzt mit ihm passiert. Ich denke mal, er wird sich jetzt, oder sein Berater oder irgendwas wird woanders halt auch noch anbieten und wird wahrscheinlich hoffen, dass er in der dritten Liga bleiben kann. Gut. Und dann wäre halt noch die Option oder die Möglichkeit, dass bei uns dann auch jemand stattdessen kommt, wenn dann vielleicht noch so ein, zwei, drei Kaderplätze frei sind. Ja, ist die Frage. Noch nach außen? Oder was brauchen wir sonst noch? Was haben wir für Bedarf? Ich habe mich gerade gefragt, wer dann der Backup für Mrovca ist, wenn Kovac weg ist. Funk hätte ich so als ersten Kandidaten. Klar, wenn jetzt Andrich und Pezzoni fit sind, klar kann Funk auch hinten spielen, aber angenommen, der Pezzoni ist verletzt und Andrich gelb gesperrt, dann siehst du da ja schon auch wieder blöd aus. Ja, dann hast du natürlich noch unseren Defensiv-Allrounder, wie heißt der? Lorch. Lorch. Gut, okay, ja, stimmt. Ja. Nee, Lorch hast du und... Wie heißt der nochmal? Nee, Jeremias. Jeremias, genau. Jeremias, ja. Der möglicherweise... Gut, der Trainer wird schon was gedacht haben. Ja, ja. Klar. Der wird nicht... aber... Ja. Ja, es war ja irgendwann mal zu lesen oder zu hören, ich weiß nicht mehr, wo ich das her... oder ein Gerücht. Da waren sie nach einem Linksverteidiger, würden sie noch einen verpflichten, aber nur, wenn sie halt einen wirklich guten kriegen. So, also was noch so ein bisschen darauf hindeutet, dass halt jetzt dass Redemann noch nicht die 1A-Lösung ist. Die Frage ist, was ist mit Notnagel, der ja auch im Winter kam, nicht so eine große Rolle bis jetzt gespielt hat. Gut, vielleicht kann dann Redemann auch hinten rechts spielen. Ja. Ist, glaube ich, kein Linksfuß unbedingt. Oder? Ich glaube, die in Leipzig sind die bestimmt alles bei. Ja, das ja. Ja. Ja, ist halt noch so... Vorgänger, Trainer, Altlasten, wenn man so will. Ja, da wäre es halt tatsächlich mal, also aus vielen Gründen wäre es schön, aber auch aus diesem Grund, was so ein längerfristigen Kader angeht, tatsächlich mal einen Trainer mal, meinetwegen über zwei volle Jahre mal wieder zu haben und zu sehen, wie sich halt eine Mannschaft da entwickelt und ich sag mal komplett oder jetzt keine Altlasten mehr da sind, so, sondern alle Spieler sind, die er entweder behalten wollte oder selbst mitgeholt hat. Na gut, mal schauen, ob das jemals wieder passiert. Ich bin ja guter Dinge. Also ich schätze, wir werden Rehm nicht entlassen. Oder der Verein, nicht wir. Das wollte ich auch gerade sagen, das wird nicht an uns liegen. Genau. So, ja, gut, das haben wir schon
ein, zwei Mal gedacht. Nee, das sage ich jetzt einfach mal so. Das wird nicht an uns liegen. Genau, ich glaube an auch. Mir sowieso nicht. Ja, also, ja, ich habe es beim letzten Mal auch schon gemutmaßt. Ich glaube, das wird der erste seit langem, der aus freien Stücken weggeht oder weggekauft wird oder irgend sowas. Ne? Weil irgendwie eine Wirkung. Dass ich ein Zweitligist oder vielleicht sogar noch höher sagt, den wollen wir jetzt haben und wir sind auch bereit, eine Ablöse zu zahlen. Anders als damals der DFB, der wohl, Marquine wollte als Co-Trainer der Nationalmannschaft, aber anscheinend keine Ablöse zahlen wollte. So habe ich das erinnert. So geht zumindest die Geschichte. Ja, also ich habe das so in Erinnerung, dass sie so auf eine moralische Schiene dann gepocht haben, so nach dem Motto, sie müssten ja Vorbild sein und dürften jetzt so einem, sag ich mal, Drittliga-Verein nicht noch einen Trainer klauen. Also so hab ich es in Erinnerung, dass irgendeiner dann intern gesagt haben soll, so nach dem Motto hier, nee, wir ziehen da jetzt nicht irgendeinem Verein den Trainer weg. Also, das wäre natürlich schön, aber das klingt irgendwie so übelst romantisch, das passt für mich jetzt auch nicht ins Bild. Genau. Naja, ist auch egal, das sind ja auch die Geschichten von vorgestern. Ich freue mich, wenn der FC Bayern sagt so, ja, wir hätten Rehm zwar gerne, aber ey, er passt so gut zu euch, das ist so das, wir können den euch nicht wegnehmen, das würde unser Fußballherz so zerreißen. Ja, oder die Ablösesumme für Nagelsmann ist zu hoch, können wir vielleicht den Rehm bitte haben. Für die zweite. Ihr kriegt zwei Kassen Bier für euren ganzen Haushaltsbuch. Und einmal Weißwürste für alle. Ja, für alle ist ja nicht so viel bei uns. Nein, okay. Egal. Achso, dann noch ein Spieler-News. Das war schon, letztes Mal hat man es, glaube ich, angekündigt. Da es war, schon, es Spiel, war noch nicht fix, aber nicht fix, genau. Sie hatten es schon mal irgendwie verlauten lassen, dass es planen. Ja, und zwar? Was? Achso, soll ich? Jan Bangert ist an den TSV Schott drüber auf die andere Scheibe. Andere Main-Seite. Rhein-Seite. Rhein. Gut. Schott Mainz auf der anderen Rheinseite. So, jetzt haben wir es. Gewechselt auf Leihbasis für eine Saison. Die sind ja ihrerseits gerade in die Regionalliga aufgestiegen. Und ja, und bei uns hat er aber vorher noch den Vertrag verlängert. Ansonsten hätte man auch nicht gehen lassen. Ja, gute Lösung. Hatten wir letztes Mal ja eigentlich schon besprochen. Genau, haben wir, glaube ich, alles zugesagt. Genau. Dann, was habe ich hier noch an Notizen? Blacher neuer Kapitän, hat man schon erwähnt, wurde von der Mannschaft gewählt, wie ich das gelesen habe. Also es wurde nicht bestimmt, sondern glaube ich gewählt im Trainingslager. Ja, und es gab dann jetzt gerade noch ein Interview mit Funk, der alte Kapitän war, der jetzt Vizekapitän ist, der das eigentlich total locker genommen hat. Ne? Ja. Also das kam in dem Interview sehr gut rüber, so, ja, so oder so, wenn ich was zu sagen habe in der Kabine, sage ich das sowieso und das passt irgendwie alles. Also der sich da nicht irgendwie, zumindest hat er sich nichts anmerken lassen, dass er da enttäuscht ist. Nee, und bis jetzt hat er auch jedes Spiel mit der Kapitänsbinde beendet. Genau, weil Blacher in allen drei Spielen ausgewechselt wurde. Und ich glaube, jedes Mal sogar als Erster ausgewechselt. Ja, wobei, nee, gestern nicht. Gestern war es aber auch eine Verletzung, eine kleinere, ne? Kam dann in diesem Interview, was ich gerade gesagt habe, raus. Ja. War ein bisschen angeschlagen, aber auch in den langen Spielen zuvor wurde er auch ausgewechselt. Dann hat Funk dann die Binde wieder übernommen. Aber ich glaube, das sind jetzt so. Bei Blacher war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er auch so ein bisschen so quasi den Anführern so in der Mannschaft gehört. Hätte ich gar nicht so vermutet, aber gut, er ist natürlich auch schon relativ erfahren. Ruprecht gehört auf jeden Fall auch noch mit dazu. Ja, und Linzel sicherlich, ne? Das werden so die Wortführer so in der Kabine sein. Ja, gut, Minzel ist ja auch der Alterspräsident. Ja, und sowieso Kassenwart. Ne? Hat man immer. Ja, genau. Wir haben ihn so, Rüdiger Rehm hat das im Kabinentalk gesagt. Richtig, genau. Dass Alf Minzel das Geld eintreibt, wenn irgendwer zu spät kommt. Unerbittlich. Ja. Genau. Apropos Rüdiger Rehm, da gab es neulich noch ein Interview. War nicht so uninteressant bei hessenschau.de. Das packen wir einfach mal in die Shownotes. Fand ich ganz interessant, also bevor die Runde jetzt losging. Hast du es gelesen? Also ich bin mal drüber geflogen, aber ja, wir haben ja alle spannenden Fragen, haben wir ihm ja selber schon gestellt. Ja, sowieso, meistens Weltbewegendes, aber wir können es nochmal mit verlinken, falls es jemand nicht... Es ist ja schön, wenn sich überhaupt nochmal jemand so interessiert und Interviews führt, da bin ich abgesehen auch vom Wiesbadener Kurier. Genau. Die Hessenschau ist da relativ. Die Hessenschau ist manchmal auch noch dabei. Relativ regelmäßig auch mal einen Artikel bei denen auf die Aber Website. Im Fernsehen zum Beispiel eher nicht. Ja. Also so in den Fußballmagazinen, da kommt ja fast gar nichts. Hatten wir, glaube ich, auch beim Fantreffen wurde das auch angemerkt. Michael, du warst auch dabei. Ja. Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass da jetzt wieder was kommt. Ich hatte jetzt tatsächlich heute. Wir sind halt auch. Wir haben wenig Fans und wenn es dann noch scheiße läuft, sag ich mal. Ja. Und das Spannendste ist, dass du nicht absteigst. Da lockst du wenig
Also ich kann es auch irgendwo verstehen tatsächlich. Auch wenn ich so diesen Offenbach-Hype nicht verstehen kann, der es ergibt. Aber steht da wirklich was von einem Riesen, den er wecken will? Ja. Und haben die das wirklich, haben die uns als Riesen bezeichnet, der geweckt wird? Ich glaube, es war auch Teil der Frage, oder? Ja. Okay. Ist auch egal. Aber wo du das gerade so sagst, ich habe heute mal, kam ich auf die Seiten der Frankfurter Rundschau und der FAZ, also die Online-Seiten, und die ja auch nie eigentlich über wen berichten, noch nicht mal jetzt, also wo es jetzt auch mal besser läuft, da könnten wir auch mal schreiben, so von, ja, da tut sich vielleicht was in Wiesbaden oder sonst irgendwas. Das ist schon richtig bitter, ich glaube, bei der Rundschau, okay, die haben dann natürlich dann die eigene Rubrik für die Eintracht und dann noch irgendwie Sport Rhein-Main, da haben sie dann halt Mainz, Darmstadt, Offenbach, FSV Frankfurt, FFC, also Frauenfußball, Frankfurt Skyliners, Frankfurt Universe, Frankfurt Volleyball und Frankfurt irgendwas. Also dann bist du schon irgendwo so Randsportarten. Ja, aber kein Wort zum SVW. Also das fand ich dann schon ein bisschen schmerzhaft. Mal gucken, wie lange sie uns doch ignorieren können, wenn wir über Wochen und Monate die Tabelle anführen. Na gut, okay. Wir sind schon 2 Monate jetzt. Wir sind ja schon im August. Achso, ja. Ja, so kann man es auch sehen. Wir sind seit 2 Monaten an der Tabellenspitze. Achso. Ja, okay. Gut, jetzt geteilt, aber. Ja. Nee, ist schon richtig so. Genau, okay, gut. Dann, was habe ich hier noch? Es gibt ein neues Trikot, wie eigentlich jetzt auch jedes Jahr, glaube ich, mittlerweile. Ne? Haben wir auch einen Jahresturnus? Ja, und sie haben auch das Auswärtstrikot nicht gewechselt, also nur das neue Heimtrikot. Okay. Wobei das Auswärtstrikot echt so hässlich ist, dieses leuchtende. Als unsere Modebeauftragte, möchtest du uns kurz schildern, was wir da zu... Ich? Ja? Es ist einfach ein rotes Trikot mit etwas dunkleren Armen. Ja, auch rot. Ich finde das jetzt nicht super. Es ist nicht so spektakulär. Aber es ist, ich glaube, also man kriegt, was ich gehört habe, auch nicht so viel an Auswahl als Drittligist. Man kriegt einfach so ein paar, also in dem Fall von Nike, vom Ausrüster halt, so ein paar Vorschläge hingeknallt, muss froh sein, wenn irgendwas farblich einigermaßen passt, und das nimmt man dann halt. Genau. Was man auch daran sieht, dass zum Beispiel die Eintracht das in der komplett gleichen Design jetzt als Ausweichtrikot hat. Ja, genau. Und irgendwo habe ich es, glaube ich, noch gesehen. Ich glaube, Heidenheim oder so hat es auch in dieser Art. Auch in dieser Kombination mit diesen dunkleren, dunkelroten Ärmeln dann, okay. Ja. Also da hat einfach natürlich, kann Wien auch nicht sagen, wir hätten da jetzt gerne einen eigenen Entwurf, weil wir da so viel verkaufen dann. Die müssen natürlich nehmen, was sie angeboten kriegen. Von daher ist okay. Wobei andererseits, ich meine, so Zeug, Produktionskosten wahrscheinlich von ein paar Euro, ob man da nicht sagen kann, okay, wir möchten jetzt irgendwie, keine Ahnung. Naja. Aber ob man es sagen will, keine Ahnung. Also, aber man hätte doch sicherlich auch schwarze Ärmel nehmen können. Also ich finde das hässlich. Ja, ich finde das... Dieses grelle Rot und dann dieses abgesetzte... Also wenn es regnet, sind sie okay. So ein bisschen dunkler, die Spieler richtig geschwitzt haben, wenn sie ein bisschen dunkler werden. Aber ich fand das Trikot letztes Jahr schon nicht so gut. Ja. Aber ich finde es aus der Ferne, also jetzt wenn man so, keine Ahnung, so die Spiele auf dem Platz rumlaufen, das finde ich so okay. So aus der Nähe gefällt es mir halt jetzt nicht so. Also das ist jetzt nicht, wo ich jetzt sagen muss, oh, kaufen. Also ich habe irgendwie noch von vor 2 oder 3 Jahren, das, was ich beim Tippspiel gewonnen habe, das damalige Heimtrikot, das war ja irgendwie so mehr orange. Das fand ich, das war ziemlich, ziemlich fies, ziemlich grell. Ja, das war schon so ein bisschen... ja, also da muss ich sagen, da ist das... Ganz okay, finde ich das neu. Also haut mir jetzt auch nicht komplett aus den Socken, aber es ist jetzt auch kein Schocker. Also Schocker finde ich nach wie vor das Auswärtstrikot in diesem leuchtenden Neongelb. Das ist fürchterlich. Ich würde mir echt gerne mal wieder ein Trikot schenken lassen, aber seit Jahren kein Bedarf. Ich habe, glaube ich, vor 3 Jahren irgendwie das schöne Rote mit der verdeckten Knopfleiste, irgendwie das habe ich. Gut, mit Knöpfen, das hole ich mir generell nicht. So. Ja, und diese verdeckte, also sieht total gut aus, wo ich hier Stehblock drauf. Ja, aber ob verdeckt oder nicht, ich mag es einfach nicht tragen. Ne? Habe ich manchmal an. Ja, du hast es länger nicht angehabt. Ich hatte es beim Hessen-Pokalfinale zuletzt an. Okay, da. Nee, das stimmt nicht, da hattest du das Minzeltrikot an, oder? Kamst du doch im Weißen, oder nicht? Kam ich da mit dem Minzel? Hör mal, ich habe doch ein Bild von dir mit Mockenhaupt gemacht, da hast du doch kein rotes Trikot an. Oh, du hast recht. Wann hatte ich das denn stattdessen dann an? Ich habe es ja nur morgen gehabt, vor der Weile. Beim Frühstück morgens. Vielleicht zum ersten Heimspiel. Also im Stadion?
Weiß kann nicht. Mich ja, ich, tatsächlich trage ich meistens kein Trikot. Das ist ja auch so mittlerweile so ein bisschen ein Aberglauben-Ding irgendwie, aber naja. Egal. Ja. Ja, nicht nur das Trikot ist neu, sondern auch ein Sponsor auf dem Ärmel. Und das ist jetzt auch schon wieder so eine komische Geschichte. Da könnte man sich fast ein bisschen drüber aufregen eigentlich. Ne? Ja, dann leg mal los. Ein bisschen. Also, es gibt da offensichtlich eine Firma namens Sunmaker, die ich vorher auch noch nie gehört hatte. Das ist wohl auch irgend so ein Wettanbieter. Online-Wetten oder was weiß ich. Also wahrscheinlich Sportwetten. Keine Ahnung, was man da sonst noch so machen kann. Ich war nie auf der Seite. Also, Name und Logo klingt eher wie so ein Solarium-Betrieb in der Innenstadt, ne? Ja. Oder hier Dings, so ein Photovoltaik-Module, irgendwie Sunmaker. Noch keine aggressive Werbung von denen gesehen irgendwo. Ja gut, die haben jetzt natürlich im Stadion natürlich ja, riesen Plakat an der einen Ecke. Ja, aber so wie Win oder was da sonst hast, die, wenn du da Fußball guckst, die müllen dich doch zu. Ja, genau. Ja, nicht nur die, also wenn du bei Sky, glaube ich, eine Halbzeitpause gehen, ich glaube, da kommen in einem Werbeblock, ich glaube, 4 verschiedene Wettanbieter. Ja. Aber Sunmaker war noch nicht dabei bisher. Ne? Ich bin schon relativ froh, dass Sunmaker das noch nicht so macht, wie es zum Beispiel in England ist. Also wie man das da sieht, dass irgendwie draußen am Bierstand so Zettel hängen mit, das ist die Quote dafür, das ist die dafür, dass du dann irgendwie so Elfmeter schießt vor der 45. Minute ist 1-0 und dann steht da die Quote und du kannst direkt da wetten. Also für diese ganze, okay. Ne? Dann bin ich schon froh, dass sie nicht mit sowas um die Ecke kommen, sondern so meinetwegen ein Plakat dahin hängen. Wobei, das wäre eigentlich ja nochmal was. Du willst da mitspielen. Ey, das finde ich lustiger als jetzt. Naja, egal. Ich keine Ahnung, ich habe mal ein paar Euro irgendwie mal online verwettet, irgendwie so auf Fußballwetten, aber bin da jetzt nicht so ein Nerd und das ist auch, weiß ich, mindestens 5 Jahre her, das ist das letzte Mal. Dann sollen sie doch einem als Zuschauer einbindende Maßnahme von mir aus vorm Spiel 10 Euro spendieren, die er da, oder 50, die er auf ein Ergebnis tippt. Also mal mit den entsprechenden Quoten. Ein gutes altes Glücksrad hingeschickt. Ja, dann. Bist du wie beim Hessen-Pokal genau, in Michelbach oder wo war das? Naja, ich habe immer noch meinen kleinen roten Drachen von der, was war das, Stromversorgung Gießen oder so. Ja, oder genau, so ein Halsschuh. Ja, sehr gut. Haben wir noch ehrlich gewonnen, nicht nur mit so Wettgedönse, schön am Glücksrad gedreht. So, ja. Das Interessante jetzt an dieser Ärmelsponsor-Geschichte ist jetzt natürlich, dass jetzt der DFB einen ligaweiten Ärmelsponsor jetzt irgendwie aufgetan hat, der da halt irgendwie was für bezahlt. Und natürlich ist es Beavin irgendwie, also der, weiß nicht, vermutlich führende Wettanbieter, ich weiß nicht, also zumindest ein Bekannter. Ich kenne mich, wie gesagt, in diesem Wettgeschäft jetzt nicht gar so sehr aus. So. Und da ist jetzt irgendwie, war dann aber die Regel, wenn man schon einen Ärmelsponsor hat, den darf man dann behalten, das wird respektiert. Aber ich glaube, ab nächsten Jahr ist der verpflichtend irgendwie, dieser Ärmelsponsor. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe mich diesbezüglich nicht gut vorbereitet. Mhm. Nein, ich auch nicht. Weil der hat ja nämlich schon gleich Hansa Rostock, die hatten vorher schon mit Sunmaker diesen Deal. Und die haben dann ja irgendwie dann sich schwer aufgeregt, so von irgendeiner Unverschämtheit, ne? Weil gerade hier als Wettanbieter ist ja quasi direkt das Konkurrenzding und bla bla bla. Das hatte ich mitbekommen, genau, das mit Rostock da irgendwie. Dass die so, ja, und danach hat dann Sunmaker diese Drängung offensichtlich gerade in den Markt. Die haben jetzt verschiedene Drittligisten auch noch, also jetzt nicht nur wir, sondern wer war es noch? Ich habe es bei ein, zwei anderen auch noch gesehen, die sie jetzt auch seitdem noch als Ärmelsponsor unter Vertrag genommen haben. Also mal gucken, wie das da weitergeht. Die Frage ist auch, keiner weiß, wie viel jetzt Beavin da an die Liga zahlt und wie viel dann davon an die Vereine geht. Oder nicht an die Liga, an den DFL. Ja, haben wir jetzt auf der einen Seite Beavin und auf der anderen Seite Sunmaker, oder? Nee, noch nicht. Momentan haben wir noch keinen Beavin, aber die Frage ist, was ist dann ab nächsten Jahr? Also der kommt ab nächstem Jahr, wenn die Telekom offiziell einsteigt. Ja, ich glaube, das ist jetzt unabhängig von dem Telekom-Ding irgendwie, aber das ist auch wie dieses Telekom-Ding. Da kommt das schon ein Jahr früher, aber man weiß nicht, ob man was dafür kriegt. Also dann merkt ihr was, wir müssen raus aus der Liga. Ja, absolut. Ja, Beavin kommt doch bestimmt nur, weil es dann alles übertragen wird. Würde ich jetzt mal schätzen, dass es schon damit zusammenhängt. Ja, ja. Durch die Aufmerksamkeit in die Mediale. Und möglicherweise, ja. Aber gut. Naja. Gut. Wollte es nochmal erwähnen, weil ich das halt auch so ein bisschen eigenartig finde. Und generell finde ich eigentlich sowohl diesen Liga, also egal ob jetzt eine Liga oder nicht Liga organisierten, noch durch einen privaten oder selbstorganisierten Sponsor. Ich meine, ein Sponsor ist mir relativ wurscht, aber irgendwie diese ganzen Wettanbieter bräuchte ich eigentlich nicht. Also das finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt fördern, das Geschäft. Nee, ist in anderen Ländern zwar noch verbreiteter als bei uns. Ja. Also dass es auch im Stadion mal durchgesagt wird, so ist die aktuelle Quote oder so, das finde ich aber auch sehr nervig.
Ja, aber dann ist es auch eher nur logisch, dass das hier auch so mal vorangeht damit. Wie sind das hier so mit Thema Spielsucht und sonst irgendwas? Also ich meine, Alkoholwerbung, gibt es das noch? Ich glaube, Zigarettenwerbung zum Beispiel gibt es ja auch nicht mehr. Das ist schon irgendwie, das ist ja immer weniger geworden. Und gibt es noch welche, die irgendwie noch so... früher hast du ja auch irgendwie, keine Ahnung, Bacardi oder sonst irgendwas, gab es ja früher als Trikotsponsor. Ich glaube, so harte Alkoholiker gibt es gar nicht mehr, höchstens Bier, ne? Irgendwie die... Ja, wer hatte nicht jemand mal Jack Daniels gehabt letztens noch? Ja, St. Pauli hatte das früher mal, ne? Ja. Oder? Ja, also was ich nur weiß, was so diese Wettgedöns angeht, dass Deutschland da ja so mit die strengsten, glaube ich, so die Gesetze hat. Ja, die hatten ja viele Wettanbieter, müssen sich dann ja, sie haben dann ihren Sitz im Ausland, sowieso, aber... Ja. Eine Zeit lang war doch nur OZ irgendwie zugelassen. Ja, das ist ja irgendwie von den staatlichen Batteriegesellschaften. Ja, genau, aber die haben das irgendwie unterbunden, meine ich. Ja, da gab es noch irgendwie so einen Trick, dass da viele hatten sich noch irgendwie so in den letzten Tagen der DDR, gab es von denen noch irgendwelche Lizenzen. Genau, und die durften dann. Die durften dann noch, ja, irgendwie so genau, 1990 irgendwie, ne? Ja, also es wird auch mehr werden, mit Sicherheit. Die ganzen Tipico ist ja auch ganz ja. Groß. Oli Kahn und so. Naja, gut. Das einzige Tipps, die ich abgebe, die sind unentgeltlich. Ja, da gewinnt man wenigstens auch mal was. Da gewinnt man auch mal was. Super Überleitung zum Tippspiel, das jetzt noch nicht kommt. Das kommt jetzt noch nicht. Das kommt jetzt noch. Die richtige Überleitung zum falschen Zeitpunkt. Genau. Lass uns noch mal kurz die News rund um den SVW noch irgendwie kurz beenden. Also sonst im Personal. Es gibt ein komplett neues Physio-Team. Da hat man ja irgendwie, ich glaube, so eine externe Praxis dann da irgendwie mal eingebunden. Und da ist jetzt hier, wie heißt denn die, Vitalkonzept mit dem neuen hauptamtlichen SVWW-Physiotherapeuten Henning Schere und wird von einer Physiotherapeutin namens Michaela Hiemer tatkräftig unterstützt. Finden wir gut? Ist uns egal. Hauptsache es gibt Physiotherapeuten. Ja, genau. Wer hätte vielleicht in der Winterpause bewerten können, wenn die Anzahl der Verletzungen gesunken ist, vielleicht. Ja, müsste man natürlich dann vergleichen mit vorher, aber ich weiß nicht, müsste man mal die Kollegen von Football Injuries fragen, aber ich glaube, ja, die erfassen, glaube ich, dritte Liga nicht, ne? Ja, außerdem sind sie ja jetzt bei den Spielen topfit, nicht wie unter Frühling. Ja, wie man so... Da waren sie immer topfit, nur nicht bei den Spielen. genau, ach ja, hier habe ich noch das Interview. Ja, was haben wir sonst noch? Dann, es gibt einen neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Das war ja bisher, wie hieß der? Wimmer, ne? Der wurde abgeworben, glaube ich, ne? Er ist zumindest irgendwo anders hingegangen. Ist er freiwillig? Wahrscheinlich. Oder der ist irgendwo... Ich weiß nicht, ob der Vertrag auslief, aber ich meine... Nee, der war halt nicht lange da. Ich glaube, der hat sich verbessert, so liegenmäßig zumindest. Ich glaube, der ist jetzt bei dem Erstligist jetzt irgendwie dann irgendwie im Nachwuchsbereich oder irgendwas. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr vorliegen. Aber wo war denn das? Ja, das ist für uns jetzt von außen natürlich auch schwer zu bewerten. Da habe ich mir jetzt natürlich nicht den Link hier gespeichert. Naja, egal. Ja, da wurde jetzt jedenfalls jemand Neues vorgestellt. Ist natürlich wie immer die Wunschlösung. Und, wir wussten gleich bei den Erstgesprächen, das ist es und so weiter. Naja, gucken wir mal. Ich meine, es ist jetzt natürlich, die A-Jugend ist aufgestiegen und ich glaube auch die C-Jugend oder irgendwas spielt jetzt auch wieder in der höchstmöglichen Klasse. Irgendwie, also es gab, glaube ich, jetzt zwei Aufstiege im Jugendbereich jetzt in der Saison. Ja. Ich habe gerade noch die Schlagzeile vom 12. Oktober 2016. NLZ-Leiter Wimmer wie beim SVW längerfristig etwas gesehen. Sehr gut. Ich habe Bingo. Ja. Und jetzt ist es Armin Alexander. Richtig, so heißt der Mann. Ab seit gestern. Ja, jetzt zum 1.8. mit seinem Dienst angetreten. Ja. Genau. Dann haben wir vielleicht nochmal zwei Links, die wir einfach nochmal mit den Shownotes packen können, irgendwie zu dem Nachwuchsbereich. Da gibt es nämlich einen jungen Mann namens Lorenz, wie heißt er mit Vornamen? Wo steht es denn?
Stefan Lorenz. 17 Nachwuchsspieler, aber angeblich jetzt hier einen Profivertrag bekommen. Das fand ich ganz interessant. Wird natürlich jetzt erstmal hier in der U19 spielen, aber und der kommt aus Garmisch. Also der ist jetzt tatsächlich nicht jetzt aus der Region. Mhm. Haben sie jetzt tatsächlich, und da waren noch einige Spieler, die sie jetzt auch so ein bisschen von weiter her jetzt noch rekrutiert haben. Christian Wimmer ist in der Wolfsburger Jugend, zeigst du mir gerade. Ah ja. Da ist er hingewechselt. Da ist er hingewechselt, na ja gut. 32. Jung, ne? Krass. Ja, zu dem, genau, was du eben gesagt hast, also, das hatten wir, glaube ich, auch schon erwähnt, mit dem A-Jugendaufstieg kannst du halt viel besser die Leute anlocken. Also da habe ich jetzt neulich mal irgendwie mehrere Meldungen gelesen, irgendwie, da war noch ein anderer Artikel hier bei fupa.net, die haben da mehrere Neuzugänge und die jetzt tatsächlich auch mal von weiter weg kamen. Da ist einer irgendwie hier, okay, gut, einer aus der U17 von Mainz, einer von Rot-Weiß Frankfurt, das geht noch, aber dann auch einer von Rot-Weiß Essen. Also tatsächlich so mit A-Jugend-Bundesliga kann man, oder Junioren-Bundesliga kann man tatsächlich schon vielleicht mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bisher war, ob da auch schon welche von weiter weg dabei waren oder ob das jetzt neu ist, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Wisst ihr das? Oder nicht? Ja, bestimmt, also ich denke mal, wahrscheinlich wird sich der Radius etwas vergrößern jetzt. Mhm. Werden vielleicht auch eher mal Spieler angeboten. Uns geht einfacher, ne? Wenn du sagst, hier, du kannst bei uns A-Jugend-Bundesliga spielen. Ja. Fand ich jedenfalls interessant, die beiden Artikel, die packen wir auch nochmal mit in die Shownotes, wenn Marc kann das ja nochmal dann nachlesen. Ja, das wär's so eigentlich an. Achso, genau, hier, der nächste öffentliches Training oder Autogrammstunde ist am 9. August, also genau heute in einer Woche. Am Mittwoch. Ja, okay. Vermutlich dann ab Nachmittags. Das öffentliche Training wird ja nicht erst abends. Das ist 15 Uhr oder so. Ja. Oder 15:30 Uhr. Ich hatte überlegt hinzugehen. Und du hast noch Urlaub. Da ich noch Urlaub habe. Ja. Werde ich wahrscheinlich meine Tochter mitnehmen müssen, aber es wäre ja nicht schlimm. Aber da könntest du uns mal ja live vom Training berichten. Ja. Live? Ja, kannst du das ein oder andere Interview führen. Das öffentliche Training, das machen sie jetzt ja tatsächlich öfter, haben sie schon Ende der letzten Saison gemacht. Ja, genau, das war seit einiger Zeit in der Britta Arena dann. Ja. Ab und zu dann doch mal in die Arena kommen, die Leute auch einladen. Mhm. Und da rangehängt jetzt eine Autogrammstunde, das ist sozusagen die nachgeholte von der Saisoneröffnungsfeier, die ja in dem Fall beim Trainingsauftakt war, ja, und da gab es noch keine Autogrammkarten. Da hieß es dann auch, ja, machen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Okay. Aber das ist jetzt die nachgeholte dann. Ja, und nächste Woche ist ja auch noch, oder sind ja noch Schulferien. Von daher kann man da vielleicht auch noch die eine oder andere Kinder- oder Jugendlichengruppe da irgendwie motivieren, dahin zu gehen. Also werden sicherlich einige sein. Ich finde es gut. Ich habe das auch beim letzten Licher-Fan-Treffen gelobt, dass das gemacht wurde. Zu Recht. Und der Überleitungskönig hat schon wieder eine goldene Brücke gebaut hier zum Licher-Fan-Treffen. Wieso sagen wir eigentlich mal diese Sponsoren? Wieso machen wir das? Wir kriegen doch nichts dafür. Das heißt halt offiziell. Heute so. Sehr, sehr viele. Ja, schon eine ganze Menge. Ne? In der Britta-Arena. mit unserem Sonnenhof-Cheftrainer, nein, das ist ja zum Glück nicht mehr. Es gibt auf jeden Fall wieder ein Fan-Treffen und zwar in 2 Wochen, am 17. August, donnerstags ist das um 18.30 Uhr. Ja, Trainer und Sportdirektor Christian Hock werden da sein und sich den Fragen der Fans stellen. Ich glaube, die beiden waren auch letztes Mal da, ne? Ja. Vielleicht kommt auch spontan wieder noch ein Spieler mit dazu, könnte ich mir vorstellen. Einen, den sie jetzt noch nicht angekündigt haben, vielleicht einer, der gerade Zeit hat. Ja, ich denke auch, ich kann das nur empfehlen. Ich war fast immer da, wenn es das Angebot gibt. Ja, ich war bisher noch nie da, aus verschiedenen Gründen. Meistens war irgendwas. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch irgendwann mal keine Lust hatte, gerade an dem Tag. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt tatsächlich mal da in 2 Wochen. Genau, da packen wir das Mikro ein und dann lassen wir mal laufen. Mal gucken, ob was da ist. Ja, aber ob das so spannend ist, so ein Mitschnitt. Ich weiß nicht, da ging es das letzte Mal auch dann episch um irgendwelche Laugenbrezeln, die jetzt angeboten werden im Stadion. Ja. Und so. Die es jetzt tatsächlich gibt. Die es jetzt gibt, natürlich. Ja. Aber das wurde auch ausdiskutiert. Es gab das eine oder andere bittere Treffen mit sehr vielen Stammtisch-Niveau-Fragen, wo man sich dann aber positiv abheben kann, wenn man mal eine gescheite Frage stellt und die gegenüber dann so denken, okay, gibt doch noch einen Sinn in dieser Veranstaltung. Aber nee, also ich komme sehr gerne nach der, wenn das rum ist, noch mit dem Hock oder ja, Trainer in diesem Gespräch. Die sind ja auch dann da, die laufen ja dann nicht gleich weg. Ne? Genau, und dann, Ja, gute Sache.
Das ist dann nach dem Pokalspiel. Ja, da wird dann natürlich, je nachdem, wie das ausgegangen ist, wird vermutlich dann auch die Stimmung auf dem Ferntreffen sein. Ne? Aber, naja gut, das kannst du halt auch verlieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir dann alle mit hängenden Köpfen da sind, wenn wir gegen Aue ausgeschieden sind. Doch. Ja, du vielleicht. Wann müssen die Aue gewinnen? Weißt du, dann kommen wir, dann stehen wir halt so voreinander, klopfen uns alle auf die Schulter, so, ah, gut gekämpft, da war halt ein Zweitligist. Ja, ah. Okay, ja. Ja, aber ich glaube nicht, dass da die Stimmung gleich so völlig, völlig daneben ist. Ist die Auslosung eigentlich dann direkt montags oder ist die dann am Samstag? Das ist die richtige Art zu denken. Weil dann könnten wir, wenn wir da schon den nächsten Gegner hätten, das wäre natürlich cool. Oder es ist an dem Abend Public Viewing. Ich glaube, die ist jetzt immer irgendwie in der Sportschau, hatte ich gelesen. Ja, aber ich meine, die erste Runde, die ist ja irgendwie noch ziemlich groß und die spielen ja bis montags. Ja. Genau. Das geht ja von Freitag bis Dann ist es wahrscheinlich erst am Wochenende danach. Ne? Dann. Und es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis zur nächsten Runde. Von daher könnte es durchaus sein, dass dann erst am Wochenende drauf. Ist das immer in der Sportschau oder ist das dann auch mal wieder im Sportstudio? Ich meine, was gelesen zu haben, dass es jetzt immer in der Sportschau machen, aber. Gott, das sind Probleme, die wir jahrelang nicht hatten, ey. Ja. Ja, noch haben wir das Problem nicht. Jetzt warten wir erstmal ab, ja. Na gut, die erste Runde wird ja schon ausgelost in diesem Museum, diesem DFB-Museum in Dortmund. Ich weiß nicht, ob die da jetzt immer sind oder ob das nur für die erste Runde war mit viel Tamtam. Ich glaube, das ist nur für die erste Runde, aber da waren ja auch Ja, genau, die sind da, die sind direkt vom Aufstiegsspiel von der A-Jugend sind die dann da hingebraust. Ich würde sagen, da machen wir uns Gedanken am Sonntag, ob 20.30 Uhr oder sowas. Ja. Ich höre ein Zustimmen, ein Nicken. Ja, was gibt's noch? Dann vielleicht in der Arena finden noch zwei Spiele ohne Beteiligung des SVW statt. Das ist Frechheit. Ja, auch, weiß ich nicht. Ist ja auch mal nett, wenn da mal was los ist. Ich finde es bloß bitter, wenn dann da mehr los ist als bei Pflichtspielen des SVW, wenn dann da irgendwie. Bei einer Partie wird das wohl der Fall sein. Wahrscheinlich sogar bei beiden, würde ich tippen. Und zwar das eine ist nämlich ein Testspiel von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla. Jetzt am kommenden Samstag. Ja. Ich weiß jetzt nicht die Uhrzeit, aber. Ich glaube 16 Uhr, also. Also im Prinzip direkt nach dem. Man könnte jetzt nicht unser Auswärtsspiel gucken und das. Nee, also aus Karlsruhe schaffst du es nicht rechtzeitig heim. Ja. Aber gut, man könnte es aus. Vom Rodzek schaffst du es. Vom, wie heißt das? Rodzek. Rodzek? Rodzek oder Rodzek? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die ist also. Der Dominik sagt immer Rodzek. Ja, kann auch sein. Ist auch egal. Vielleicht kriegen wir in Public Viewing in der Arena. Und danach dann Testspiel. Doch, wir haben bestimmt. Wobei, ich werde trotzdem nicht da sein. Da gibt es bestimmt ein Publikum für. Ja. Ja, wäre doch cool eigentlich. Ja, cool wäre es, aber finden mal drei Leute, die das machen. Ja, ja, ich werde auf jeden Fall nicht zu diesem Eintracht-Spiel gehen. Wie gesagt, ich habe ja am Samstag eh schon was anderes vor. Aber da wird es sicherlich voller als bei unseren Ligaspielen. Das befürchte ich auch. Und Public Viewing mehr da los ist wie bei den Heimspielen. So, und dann ist am 20. Oktober, einen Freitagabend, findet noch ein Frauenländerspiel statt. Ist immerhin sogar ein Quali-Spiel gegen Island. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Frauenspiel bei uns stattfindet. Und mit der aktuellen Euphorie rund um die Nationalmannschaft nach dem glorreichen Abschneiden bei der noch laufenden EM. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, die haben dann, glaube ich, drei Quali-Spiele zu Hause hintereinander und Wiesbaden ist, glaube ich, halt eins von den drei Spielen. Naja, keine Ahnung. Aber Freitagabends Fußball im Stadion ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Ist das auch im Ligabit, also bei uns ist ein Länderspielwochenende auch für die Herren? Das riecht so nach Länderspielwochenende, ja. Weil wenn wir, oder wir haben ein Auswärtsspiel, aber. Also ich glaube eher, dass die Woche davor ist Länderspiel. Also das ist ein Doppelspieltag in der Quali. Wir spielen an dem Wochenende in Würzburg, sehe ich hier gerade im Kalender. Ja, dann passt es ja auch. Die Woche davor ist auch Spieltag. Also echt? Die Woche davor ist Heimspiel gegen Meppen. Ja gut, da fehlen Meppen die ganzen Nationalspieler, da haben wir so gut wie. Die Woche davor, das erste da im Oktober, da ist das Länderspielwochenende. Ne? Ja. Okay. Ja gut. Also, ja. Das an dieser Stelle. Dann würde ich sagen, schließen wir mal den Newsblock ab. Und
kommen zu unserer lieben Lieblingskategorie Buntes. Die ich diesmal aber euch überlasse, weil ihr eine schöne bunte Wette am Laufen habt, von der ihr jetzt mal berichten müsst. Da gibt es jetzt noch nicht so viel. Ja, wir haben schon davon berichtet. Oder ich habe schon mal erzählt, glaube ich. Ja. Ihr habt da über mich gelästert beim letzten Mal. Ja, aber jetzt bist du ja, glaube ich, doch eher so ein bisschen oben auf, wenn ich mir so einen aktuellen Stand angucke. Wir haben ja gewettet, und zwar, ich glaube, das war beim Pokalfinale, ne? Ja. Hessen-Pokalfinale. Beim Hessen-Pokalfinale, natürlich. und da habe ich im Überschwang gesagt, Stellbacher wird diese Saison in Aalen zweistellig treffen. Und da hast du gesagt, niemals. Ja. Genau. Bis jetzt sieht es so aus, er wurde zweimal eingewechselt oder heute auch? Hast du nach? Ja, er wurde heute auch eingewechselt. Genau, also er wurde jetzt bei allen drei Spielen eingewechselt und hat noch nicht getroffen. Also, genau. Genau. Aber die Saison ist ja noch. Ja. Wir haben noch 35 Spiele. Das ist das Problem, ja. Ja, das schafft er noch. Ja, also. Da gibt es noch keine Neuigkeiten. Mein Gedanken dazu war einfach, dass Aalen meistens, ja, ich dachte, mit einem Stürmer spielt. Und die haben ja zumindest, oder die haben auf jeden Fall da vorne einen, der gesetzt ist, mit dem Morris, glaube ich, oder Wegkamp. Oder die sind auf jeden Fall beide offensiv und recht gut. So dass ich dachte, Schnellbacher hat sich bei uns nicht weiterentwickelt. Der wird da erstmal von der Bank kommen. Und von der Bank muss der erstmal so viel treffen. Klar, wenn sich einer von denen verletzt und er spielt Stamm, wird's eng. Andererseits, wenn er sich verletzt, sieht's gut aus. Ja. Er muss sich ja nicht schlimm verletzen, aber das wünsche ich ihm ja nicht. Ja. Und er kann auch gerne eine sehr erfolgreiche Saison spielen und 9 Tore schießen. Wir haben um den Eintritt zum nächsten Hessen-Pokalfinale gewettet. Das ist ja ein Rieseneinsatz, da macht ihr euch ja beide richtig sicher. Naja, du merkst an unserer Leidenschaft vorhin, wie wir hier diese Wettanbieter vorgestellt haben, dass wir große Wetter sind. Wir wetten natürlich zunächst mal um Ruhm und Ehre. Ja. Das ist bei uns auch was wert. Ja. Also kann sein, dass wir da noch eine Wurst und ein Bier draufgelegt hatten. Ich glaube, ja. Zum Eintritt. Ja. Da war ich. Ja, kann schon sein. Da wollen wir uns mal. Würde es jetzt aber nicht noch rausschlagen wollen. Wollen wir nicht mehr loben. Nee, also das, ich denke, diese 10 Tore. Ja, das ist schon ambitioniert, ja. Ich habe, glaube ich, mal geguckt, dass das 18 oder 19 Spieler letztes Jahr geschafft hatten. So grob einer pro Team. Also gibt es halt Teams, die es nicht geschafft haben und Teams, die mehreren, aber musste erstmal machen. Ja. Aber gut, hat Schäffler alleine in der Rückrunde übertroffen. Hätte ich jetzt auch nicht drauf gewettet, ja. Hätte keiner drauf gewettet. Stimmt. Okay, was haben wir sonst noch im Buntes? Wenn wir schon hier gerade am Tippen sind, dann erwähnen wir doch nochmal unser Tippspiel. Gestern haben wir mal endlich ein paar Preise losgekloppt. Ihr standet dabei. Und ihr seid ja auch zwei Preisträger. Und zwar, wir hatten es schon mal erwähnt, bestimmt hatten wir es schon erwähnt, ne? Der Verein hat uns ja in Form von Björn Günther, dem Merchandising-Menschen, noch einen Stapel Preise zur Verfügung gestellt für unser letztjähriges Tippspiel. Da waren so Sachen dabei wie ein Trikot oder Shirt und ein paar Schals, ein paar Basecaps und ein Stapel SVW in Wiesbaden Kennzeichenhalter. Finde ich besonders geil. Und die Gewinner sind informiert. Einige haben sich gemeldet und davon kamen auch gestern einige und haben ihre Preise in Empfang genommen. Das fand ich schon mal sehr schön. Alle anderen, die uns jetzt hören und die eine Mail bekommen haben, aber sich noch nicht gemeldet, meldet euch doch mal bitte. Vielleicht schaffen wir es dann zum nächsten Heimspiel. Und ja, und dann werde ich irgendwann mal einen Stichtag setzen und was alles, was bis dahin nicht weg ist, das werden wir dann hier im Podcast einfach verlosen. So, und das ist jetzt der Moment, wo ich noch mal in meine Tasche greifen muss. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich nämlich noch was für euch hier. Jetzt kommen hier noch Geschenke. Ihr hört es rascheln. Ich habe noch was für die Sonja. Oh Gott. Ich spreche gerade in meine Tasche rein. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich bin noch nicht in der Tasche. Vom vorletzten Jahr steht dein Gewinn ja noch aus, wie ich hörte. Ja. Du wolltest ein SVW-Sticker-Set. Ja. Zumindest ein Sticker. Ein. Perfekt. Habe ich dir besorgt. Einen schönen, wunderbaren. Ein Traum. Ich habe überlegt, ob ich ihn dir gleich auf dein Auto klebe.
Aber dann wollte ich dann doch jetzt nicht... Das war nicht gewaschen, ja. Genau, ja. Das sowieso nicht. Und ich hatte jetzt keinen Schwamm dabei, um die Schere reinzurubbeln. Und ich wusste jetzt auch nicht, hast du lieber links, rechts auf der Scheibe. Deswegen. Ich mag eigentlich gar keine Sticker auf dem Auto, weil ich fahre zu so vielen Fußballspielen in so vielen verschiedenen Ecken, das ist dann nicht immer gut, wenn man da mit einem Vereinsding drauf fährt. Das stimmt, aber fährt. Mit, wer könnte mit wen ist nicht ganz so schlimm. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja. Aber trotzdem, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und, also ein Sticker-Set war ja angekündigt, ich weiß nicht, ob Volker das auch hat oder wie auch immer. Ja, ich glaube, das... Es ist aber so ein Running-Gag geworden. Ja, ja. Und meine Locke von Mark Kinde, die werde ich nie bekommen, glaube ich. Ich glaube, die war aber auch nie offiziell ausgeschrieben. Die war nie offiziell ausgeschrieben. Ich habe mir die immer gewünscht. Ja. Und dann habe ich noch was für euch beide. Oh. Ich dachte irgendwie, wenn ich schon am Geschenke verteilen bin, dann räume ich da nochmal zu Hause auf. Ich habe euch was mitgebracht. Das habe ich letztes Mal angekündigt, aber da haben du hast gesagt, du hast irgendwas. Ne? Genau, ich habe irgendwas. Ich habe euch was aus New York mitgebracht. Oh. Das muss ich jetzt mal, oder ihr könnt es mal beschreiben. Von meinem, ich habe ja letztes Mal von meinem kleinen Besuch bei den New York Yankees, nein, beim New York City FC im Yankee Stadium. Jetzt dürfte darf geraten werden, was es ist. Ja. Ja, vielen Dank. Es hat keinem wehgetan. Also es sind zwei. Zwei Sachen. Ein Geschenkset. Genau. My first match at Yankee Stadium. Ein Button. Ein kleiner Button. Ja. immerhin mit dem Logo des New York City FC drauf. Ja, also der doch so groß ist wie ein Sheriffstern, würde ich sagen. Kriegt man das, wenn man da zum ersten Mal hingeht, oder kauft man sich das dann? Nee, das bekommt man tatsächlich. Weil das kannst du ja nur, als wenn man wirklich zum ersten Mal da reingeht. Ja, also ich hatte die Tickets online gekauft. Ich glaube, man kann auch nur online kaufen und man kann es auch gar nicht ausdrucken. Man kann es tatsächlich nur irgendwie in der App dann auch haben, irgendwie diese Tickets. Was ich ein bisschen schade finde, weil gerade wenn man mal irgendwo auswärts ist, da hat man da... Hast kein Ticket? Ja, ich hab's halt noch in meiner App, aber ich habe kein Papierticket. Mm. Das ging mir in Malmö aber auch meine so. Sammlung tun könnte, ich hatte es in Malmö auch als Handy-Ticket. Kann man das ausdrucken? Ja. Man hätte es auch ausdrucken können, aber da, wo ich war, hatte ich keinen Drucker und das war dann viel einfacher. Aber es ist dieses Handy-Ticket, das wird, glaube ich, immer mehr. Ja, naja, aber auf jeden Fall, und im Zuge dessen ist man dann natürlich dann halt auch namentlich bekannt und man wird dann irgendwie auch dann gleich mit Mails bombardiert. Und wenn man dann irgendwie zu seinem ersten Spiel kommt, dann rechtzeitig, man soll doch zu dem, wie heißt das, Welcome Desk oder irgend sowas, oder ich weiß nicht, irgendein Stand haben sie da jedenfalls im Stadion, zu dem kann man dann kommen und da haben sie dann tatsächlich dann die Liste mit allen Leuten, die halt jetzt zum ersten Mal da sind, ne? Und da kann man sich dann halt hier sein Willkommensgeschenk dann abholen und das reiche ich hiermit an euch weiter. Also das, um das kurz zu beschreiben, vielen das Dank. Ist eine blau-weiße New York City FC Spielführerbinde. Das ist dieses Klettgeräusch, was ihr gerade gehört habt. Die und Auflösung, halt eben, ja. Und der eben erwähnte Button. Ja. Ja, viel Spaß damit. Das ist eher ein Knacker. Ein Traum. Ja, also jetzt habe ich einen Button, obwohl ich nie da war. Das stimmt, ja. Das ist, der lügt dich quasi an, dieser Button. Genau. Und wenn ich dann dahin gehe und mein Name auf der Liste steht und ich das schon trage, dann fühle ich blöd an. Das sind die wahrscheinlich total irritiert. Was bist du für ein krasser Fan, du hast gesagt. Wenn es den Verein dann noch gibt. Ja, gut. Aber die sind ja ganz gut etabliert, glaube ich. Wer spielt da? Bekannt. David Villa ist der große Held, der jetzt auch beim All-Star-Team ist, wie ich gerade gelesen habe. Wo auch natürlich Kaká und Bastian Schweinsteiger ist der von den Fans gewählte Kapitän des All-Star-Teams. Das habe ich gelesen. Ja, genau. Das war dann will ich die Binde nicht. Das ist ja jetzt nicht seine. Die sind in Löwenfarben gehalten. Ja, oder in Manchester City Farben. In City Group Farben. City Group. Dann will ich die auch nicht. Andrea Pirlo ist ja auch bei New York City FC. Hatte ich den hatte ich in Hinterkopf. Genau, aber der war leider ja nur auf der Ersatzbank, als ich da war. Naja, gut. So viel dazu. Haben wir sonst noch was zum Tippspiel? Achso, wir wollten hier nochmal unsere Bonustipps jetzt vom neuen Tippspiel besprechen. Gerne. Du hattest das vorgeschlagen, sind ja, ne? Ja, ja. Du wolltest mal drüber gucken und quasi da anhand dessen unsere Saisonprognose mal machen, ne? Die jetzt schon manchmal komisch klingt. Ja, also Gunnar ist der... du bist gelb in der... Doch, du bist am weitesten oben, oder, von uns? Von uns dreien jetzt tatsächlich, genau, ja. Ah ja, ich komme spät. Ich habe heute, glaube ich, nicht viele Punkte gemacht bei dem Team.
bei den Spielen. Ich muss gleich mal gucken. Wir können ja gleich mal den Zwischenstand auch mal drauf gucken. Aber jetzt hier, was die Bonustipps angeht. Ja. Ich war maximal unkreativ und habe nur so Mainstream-Tipps abgegeben. Ja, lese mal vor. Also auf den Plätzen 1 bis 3 habe ich, das muss jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge sein, ich habe Magdeburg, Karlsruhe und die Würzburger Kickers. Karlsruhe und Würzburger Kickers wurden beide als mögliche Direktwiederaufstiegskandidaten genannt, vielfach. Ich denke auch, dass höchstens einer von beiden es tatsächlich direkt wieder hochschafft, aber gut, wenn es einer von beiden wird, dann hätte ich immerhin schon mal die 10 Punkte Bonus. Schon mal das 10? 10 Punkte gibt das, glaube ich, pro richtigen Tipp bei den Bonuspunkten. Boah. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns angestrengt. Ich dachte es ein weniger. Ich meine, ich bin nicht ganz sicher. Und dann, Magdeburg, die waren jetzt zweimal Vierte. Ich könnte mir vorstellen, dass die es dieses Jahr bis zum Ende durchziehen und wenigstens Dritter werden. Könnte ich mir vorstellen, weil die, glaube ich, schon, die wollen, die haben den entsprechenden Support, die haben auch, glaube ich, so die Voraussetzungen, also die, naja, gut. Was habt ihr denn als... Also, ich habe auch Magdeburg und auch den KSC, aber stattdessen habe ich uns noch mit drin. Bist optimistisch, ja, tatsächlich. Du hast dich letztes Mal noch im Moment gewehrt gegen das A-Wort. Ich weiß, aber jetzt überträgt die Telekom und es sind Wettanbieter da und jetzt bin ich raus aus der Liga. Du hast noch einen erwähnt, was war noch der Licher. Beim Licher-Fan-Treffen kannst du dann jetzt auch vom Aufstieg sprechen, oder? Ich dachte, weil du die ganzen Sponsoren jetzt alle nochmal erwähnt. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ja, also ich bin dann eine gute Schnittmenge aus euren Tipps. Also ich habe auch Karlsruhe, wie wir alle. Ja. Ich habe auch die Würzburger Kickers und auch den SVW in Wiesbaden. Ja. Also ich habe auch, also bei mir war Magdeburg und tatsächlich Unterhaching noch mitten der Verlosung. Und weil die Bayernmeister ja zweimal einen Durchmarsch gemacht haben und Haching ja durchaus auch mit Vorschusslorbeeren in die Runde. Und die haben auch, glaube ich, der Manni Schwabel hat ja auch schon offen so vom, also jetzt nicht dieses Jahr, aber so zumindest auch in den nächsten ein, zwei Jahren, drei Jahren vom Aufstieg gesprochen. Ich glaube auch, dass die über kurz oder lang müssen, weil es da halt finanziell... Ja, so hat er es auch verkauft. Glaube ich, dass sie müssen. Nicht lange die dritte Liga machen können, ja. Das ist sehr teuer. Ne? Genau, ich habe halt mich halt gegen Magdeburg entschieden, weil die waren zweimal Vierter, ist richtig, aber irgendwie, ich habe so ein bisschen nachgelesen und hatte, die haben jetzt keine Knaller gut, du musst keine Knaller verpflichten, um aufzusteigen, aber die haben jetzt, die bewegen sich irgendwie nicht nach vorne, hatte ich so das Gefühl. Und trotz, weiß ich, 20.000 Zuschnitt oder 15.000 Zuschnitt, ja, scheinen die nicht so viel Kohle zu haben. Mhm. Und habe ich mich dann gegen die entschieden, weil es ja auch dieses Jahr wieder vergeigt haben am Ende. Und da dachte ich, komm, wir haben so eine gute Rückrunde gespielt. Ja. Tippt aber uns, was freust du dich doppelt? Und die Würzburger Kickers habe ich dann so als Notlösung genommen, weil ich mir auch dachte, einer der Absteiger wird wahrscheinlich aufsteigen. Und ja, Haching habe ich dann gedacht, nee, okay. Nee, das muss auch mal ein Ende haben mit den Bayern. Ja, absolut, absolut. Ich bin ja ein überzeugter Tippspiel-Abergläubiger und tippe deswegen allein schon nicht auf wen. Und ich tippe meistens übrigens auch bei den Tipps, also bei den Spieltagstipps, maximal unentschieden für uns. Ach, du bist das. Deshalb bist du so zurückgefallen. Daher die schlechte Rückrunde. Da fehlt mir die Woche drei Punkte. Genau, okay. So. Dann gucken wir doch mal die Abstiegsplätze. Was sind das? 18 bis 20. Ich fange mal an. Da habe ich Fortuna Köln. Habe ich auch. Habe ich auch. Jetzt sehen wir, was wir davon haben. Die sind Spitzenreiter. Genau. Dann, ja, aber die sind ja tatsächlich in die Saison gestartet mit relativ wenig neuen guten Verpflichtungen und auch mit vielen Verletzten. Ne? Und einer schlechten Rückrunde. Ja, also da waren die Voraussetzungen gar nicht gut. Ja, von daher ist der Saisonstart eigentlich umso überraschender. Aber ja, gut, noch überraschender als bei uns. Das denken wahrscheinlich auch viele über uns. Ja, aber ich finde es bei Ihnen noch überraschender. Bei unserer Rückrunde hat das ja schon ein bisschen angedeutet. Ne? Ja. Habe ich jetzt gestern in der Telekom-Übertragung gelernt und natürlich auch gleich heute ins Blog geschrieben. Saisonübergreifend 5 Siege am Stück gab es noch nie bei uns. Ja, wenn man meistens letztes Spiel auch nicht gewonnen hat. Ja.
Von daher ist das mit dem Song begreifend schon gleich relativ. Ja. Dann habe ich noch Meppen. Ich auch. Ja. Habe ich nicht. Und Bremen 2. In der Hoffnung, dass die es mal wieder schaffen haben. Da haben wir genau das Gleiche. Das ist bei mir tatsächlich aber auch fast noch mehr Wunschdenken, als dass es jetzt... Ja, das ist ja gut, ich meine, die sind ja auch tatsächlich auch schon mal runter und dann halt wieder aufgestiegen. Von daher, und letztes Jahr war es ja auch wieder sehr knapp. Gut, am Ende hätten sie sich dann auch, das wäre bitter gewesen, wenn die sich da ausgerechnet doch dann, also eine noch bittere als, nein, für Paderborn hat sich ja mal gefreut, dass die jetzt quasi von dem Löwen durchrauschen oder Lizenz nicht beantragen oder was auch immer, dass die davon profitiert haben. Aber wenn jetzt dann Bremen auf die Tür zurückgekommen wäre, dann hätte ich das doch wieder geärgert. Ja, aber Bremen hatte jetzt zweimal die Klasse gehalten, ne? Knapp. Ja. Einmal mit uns ja. Genau. Auch um letzten Spieltag. Trotz Minzel die Klasse gehalten. Ja, ja, genau. Und letzte Saison wieder am letzten Spieltag. Genau. Und deshalb habe ich nicht auf sie getippt, weil ich mir dachte, die machen das bestimmt nochmal. Okay. Wieder wenn sie doch absteigen, freue ich mich trotzdem. Aber für dich eine Minzel-Tour. Ah, du bist ein psychologischer Tipper. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wen hast du denn noch? Ja, ich habe Erfurt. Ja. Weil einfach aus, was ich da so gelesen habe, dass die einfach, wie gesagt, die halbe A-Jugend hochgezogen haben, aus der Not eine Jugend gemacht. Oh. nein, also die haben ja auch lange um den Klassenerhalt kämpfen müssen und da sind auch ein paar wichtige Spieler weg, deshalb dachte ich, okay, die gehen runter, weil ich halt denke, dass die Aufsteiger sich alle halten werden. Wobei es da ja gut, bei Jena muss man gucken, aber und Meppen, klar, die haben beide wenig Kohle, aber bislang, also zuletzt haben sich die Aufsteiger doch immer gehalten, oder? Also sind eher die Absteiger wieder abgestiegen, als dass die Aufsteiger wieder abgestiegen sind. Das stimmt, sind. Ja. Sind eher die Aufsteiger aufgestiegen. Ja, deshalb, also ja, letztes Jahr war ja auch Lotte und Regensburg und wer kam noch? Wer war der Dritte? Lotte, also Regensburg durch, Lotte, Zwickau. Ja. Da sah es ja schlecht aus und dann sind die aber auch oben. Ja. Also von daher, und ich habe dann noch Groß Asbach genommen. Das war aber jetzt auch mehr so auch eine Notlösung, weil ich, wie gesagt, Bremen nicht tippen wollte. Und dann dachte ich mir, gut, Asbach hat auch nicht so viel Geld und irgendwie so. Mhm. Erstaunlicherweise sind halt die Teams, die gerade von denen, wo es nur um Klassenerhalt geht, die stehen am Anfang jetzt gut da. Ja. Die wissen aber auch, worum es geht und sind vielleicht eher eingespielt oder keine Ahnung. Die wissen direkt, was sie machen müssen und andererseits ist jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt die Argumentation für unsere Sinn, aber es ist halt auch noch sehr früh in der Saison. Ne? Also ich ärgere mich inzwischen, ich war kurz davor, Lotte zu tippen. Ja. Und ich ärgere mich inzwischen, dass ich es nicht gemacht habe. Also weil gut, war da noch nicht abzusehen, dass sie nochmal den Trainer wechseln, aber es war ja so schon viel auf der Kippe. Du machst eine Vorbereitung mit einem Trainer, der schon mit anderen spricht und der dann kurz vor Ende der Vorbereitung dann doch weggeht und dann hast du einen neuen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir die Tipps abgegeben, da habe ich schon geschwankt, das irgendwie zu nehmen und habe es dann doch nicht gemacht. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ja, das stimmt. Also mit der Info, dass der Trainer direkt wieder geht, hätte ich die, glaube ich, auch genommen statt Asbach. Und die hatten ja schon den angesprochenen Abwärtstrend auch schon letztes Jahr. Gut, was haben wir sonst noch hier an Bonustipps? Herbstmeister, ich glaube, da haben wir Karlsruhe. Wahrscheinlich alle in Karlsruhe genommen. Ja. Der ist weit verbreitet. Naja, momentan sind sie nicht auf Kurs. Nee. Und momentan ist auch der Kurs hat noch nicht... Jemand, da haben aber einige Wehen getippt. Als ja, da sind ein paar dabei hier. Oder? Ist das ganz hinten? Ja, Baller, den haben wir doch gestern kennengelernt. Der hat sein... Das Herbstmeister oder das? Genau, das hier, letzte Spalt des Herbstmeister. Und, Ja, dann gibt es noch Wehen oder Karlsruhe, ne? Ja. Nee, Würzburg noch. Ja. Würzburger Kickers ist hier nochmal dabei. Magdeburg und Osnabrück gibt es auch noch. Ja, Osnabrück ist auch gut. Und dann gibt es noch die Frage nach dem Torschützenkönig. Auch da habe ich einfach mal KSC gesagt, weil die ja Anton Fink geholt haben. Ich wollte schon sagen, Strohengel hast du aber damit nicht getippt. So, und bei dem befürchte ich es. Aber nein, das glaubt das glaube ich nicht. Also ich Fink vielleicht, aber Strohengel nicht. Keine Ahnung, was Besseres ist mir jetzt da nicht eingefallen. Ich muss gestehen, ich habe uns genommen. Aha, du setzt auf die Schäffler-Karte? Ja, wobei man muss jetzt sagen, das haben wir noch nicht erwähnt, aber das könnte man nochmal an der Stelle erwähnen. Wir haben 6 Tore geschossen und 6 verschiedene Torschützen. Ja, das ist tatsächlich eine kleine Erwähnung wert. Das macht jetzt mein Tipp nicht besser, aber macht die Mannschaft besser. Insofern, als dass im Prinzip jeder treffen kann, wenn man so möchte.
Hat Rehm auch neulich schon gesagt, das ist eigentlich ganz gut, dass man schlechter ausrechnen war. Und was mich vor allem freut, ist, dass halt von den Offensiven fast alle schon getroffen haben. Also Scheffler, Blacher, Andrist noch Einwechslung. Wer war sonst noch? Funk. Funk, ja, genau, okay. Und dann Funk, Redemann, Ruprecht. Funk, Redemann und Ruprecht, ja, ja, genau. Aber, trotzdem aber ich meine, dass auf jeden Fall, dass Scheffler und Blacher schon mal getroffen haben, das ist wichtig. Ja. Also gerade die Stürmer, die brauchen ja regelmäßig mal ihre Erfolgserlebnisse, ja, das ist immer gut. Aber eigentlich setze ich schon auf Scheffler, mal gucken. Genau, auch da habe ich einfach mal, KSC hatte ich gerade schon gesagt, genau. Wen hat man noch? Wen hast du? Ich habe Unterhaching. Du hast Unterhaching, genau. Ja, weil ich nicht dachte, dass Scheffler, also dass Scheffler so viel netzt. Und bei Karlsruhe dachte ich mir, verteilt sich's auch, weil die halt einfach viele gute haben. Könnte sein, ja. Und bei Haching, die haben den Hain vorne, der hat, glaube ich, in der Regionalliga Bayern auch schon viele Tore gemacht. Ja, beziehungsweise dieses Sturmduo, ne? Die haben auf jeden Fall, glaube ich, waren die an 77 Toren beteiligt. Oder und so spielstark wie die waren und drei Tore gegen Karlsruhe, also das habe ich jetzt noch nicht abgeschrieben. Ja. Aber ich habe gerade mal geguckt, aktuell gibt es ziemlich viele, nämlich genau 14 Spieler mit zwei Toren. Naja, gut. Darunter auch zwei von Bremen 2. Aber keiner von uns. Ja. Keiner von uns. Nee. Aber es ist noch nicht so viel passiert. Ja, ja, das ist noch lange hin. Ansonsten gibt es im Tippspiel einen 2-1-Bot, habe ich diesen Pseudo-User mal genannt. Für den tippe ich, das mache ich manuell, für die Leute, die sich bis jetzt gewundert haben. Der tippt alle Spiele 2-1 für die Heimmannschaft. Und der liegt gar nicht so schlecht, der liegt auf Platz 10. Ist jetzt ein bisschen abgerutscht, der war bis gestern noch auf Platz 5. Das ist im Büro, wenn der die Kollegin, die nur zur WM und EM tippt und da immer die Preise abräumt. Ja, genau. So. Ja. Bin mal gespannt, wo der sich auf Dauer so macht. Ich krieg den wahrscheinlich so am 38. Spieltag krieg ich den. Genau, ich liege aktuell auf Platz 17, Micha auf 24 und Sonja auch, ihr seid punktgleich. Ja. Aber ich fange immer so an, ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Ah. Ja, ich habe diesen Spieltag tatsächlich, ja, ich habe heute nicht gepunktet. Heute jetzt die zweite Tabelle? Ja, also am Mittwoch nicht. Ah, okay. Also auf wen habe ich getippt? Ich habe immerhin noch für den Magdeburger Auswärtssieg was bekommen. Na. Ja, na gut. Das werden wir im Auge behalten. Aber wir sind noch einholbar, wer da jetzt noch einsteigen will. Richtig, genau. Guter Hinweis. Wobei die Bonusfragen wird man nicht mehr tippen. Die Bonusfragen sind halt leider schon durch, aber vielleicht kommt es ja doch nicht so, wie die meisten denken. Da sind ja doch viele Favoriten-Tipps eigentlich dabei. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm, da sind es vielleicht 20, 30 Punkte, die dann da fehlen. Die kann man mit guten Tippen jetzt auf jeden Fall noch rausholen. Ja, ich überlege gerade, wenn ich der 1-2-Bot gewesen wäre an dem Spieltag, hätte ich richtig abgesagt. Stimmt, du bräuchtest noch einen 1-2-Bot. Und noch einen 1-1-Bot. Und noch einen 0-0-Bot. Nein, wir wollen das mal nicht übertreiben mit diesen Jux-Usern. 18 Punkte wären das gewesen. Ja, trauerst du dem hinterher, ja. Aber es wird auf Dauer nicht funktionieren. Genau. Ja, aber wie gesagt, wer noch einsteigen möchte, kann das noch tun. Es ist noch nicht zu spät, die Saison ist noch lang. Es gibt noch viele, viele Punkte zu gewinnen. Und nicht nur Punkte, sondern auch sicherlich wieder irgendwelche Preise. Wir haben jetzt mit dem Verein noch nichts ausgemacht. Da werde ich bei Gelegenheit mal nachhören. Vielleicht wird mein Sticker-Set dann ja komplett. Oder finden doch noch deine Locke. Die Locke, genau. Ja. Vielleicht irgendwo im Keller liegt diese Locke. Hau mal einen Body raus. Ja, bis dahin, mit einem Jahr geht noch, ne? Trägt man noch Bodies, oder? Kommt auf die Größe an. Cool wären natürlich. Oder ein Lätzchen. Cool wären natürlich so Onesies in Erwachsenengrößen, oder? So Einteiler. Diese Erwachsenen, ja, so. Oh Gott, ich habe gerade ganz schlimme Bilder im Kopf. Mit Wehen-Logo noch. Ja, geil. Und dann alle im Blog damit. Oh, dann nochmal auswärts. Autofahrt nach Rostock. Im Body nach Rostock. Mit einem pinken Body. Genau. Wichtig ist auf dem Latz. Zack. Und zack, kriegst du einen vor den Latz. Wobei, ich glaube, da würden sie dann auch nicht mehr draufhauen. Weiß nicht, die lachen noch, oder? Ja, nee, die Rostocker. Die haben auch Ehre im Leib. Hurra, hurra, die Trottel sind da. Ja, das werde ich mal vorschlagen. Wir wollen einen SVW in Bonsi. Also wenn wir ungeschlagen sind, und zwar ist der Rostock auswärts hart.
Dann denken wir drüber nach. Ich guck nochmal, wann das ist. Und zwar, wie heißt das immer für Männer und Frauen gleich? Ja, und one size fits all. Ja. Unisex heißt das. Unisex, genau. Ja, genau. Da müssen sie auch nur einmal produzieren, da müssen sie nicht von verschiedenen, brauchen sie keine verschiedenen Entwürfe einmal. Das wird toll. Ja. Das, ich sehe das schon vor mir. Super. Ach ja, genau, wir spielen erst im April in Rostock. Das bis dahin ist das geplant. Ja. Können wir gleich am Fan-Treffen mal ansprechen, so wer dabei wäre, ob die Mannschaft auch mitmachen würde, so weiß ich nicht, so die ganze Trainerbank. Wenn wir bis dahin noch ungeschlagen sind, dann... sind wir aufgestiegen. Dann ging mir so gut, ich glaube, dann mache ich jeden Scheiß mit. Das haben wir jetzt aufgenommen, Gott sei Dank. Ja, aber ich habe tatsächlich Hoffnung, dass ich das Auswärtsspiel in Rostock mitnehme, weil das ist so um den Dreh, wo meine Frau Geburtstag hat und da machen wir meistens einen Urlaub. Mhm. Und die fährt gerne an Nord- und Ostsee. Ich würde es dann Richtung Ostsee lenken und dann... Ja. Okay. Auch guck mal da ein Spiel. Glückwunsch, Schatz. Ich bin ja jetzt im Fußball. Ich schenke dir einen Tag alleine. Ja, die Kinder müsstest du dann allerdings auch. Okay, gut. So viel zum Privatleben. Dann wollen wir noch über ehemalige sprechen oder wollen wir das angesichts der schon wieder fortgeschrittenen Zeit? Ich würde es nur ganz kurz ansprechen, weil es ist uns sowieso so ein bisschen durch die Lappen gegangen. Wir wollten eigentlich ansprechen, dass Max Nicou gestern gegen uns gespielt hat. Hat er aber nicht. Hätte spielen können, theoretisch. Er war bei uns in der zweiten Liga, zu Zweitliga-Zeiten, eigentlich eine Legende. Ja, auf jeden Fall einer der Top-Spieler. Ja. Damals auf links außen. Eine ganze Reihe Tore erzielt und Vorlagen gegeben. Und jetzt spielt er bei Unterhaching in der Innenverteidigung. Wenn er nicht wie gestern krank ist, ja, ist er da wohl auch gesetzt. Schrittweise zurückgewandelt da. Ja, ist schon interessant, sich von einem starken Offensivspieler in die Innenverteidigung zu spielen. Ja. Habe ich jetzt nicht irgendwie ganz genau verfolgt, wann er da wie hingestuft wurde und wie er jetzt da, ob er da jetzt erst bei Haching hinten, ganz hinten reingerutscht ist oder schon vorher. Aber es ist trotzdem eine interessante Entwicklung. Ja. Also gerade wenn man ihn jetzt so aus seiner Zeit bei uns noch vor Augen hat. Ist vielleicht ganz interessant, er ist ja damals einer der wenigen, der es dann tatsächlich bis in die Bundesliga geschafft hat. Also ist nach dem ersten starken Zweitliga-Jahr ist er dann zu Hertha BSC gewechselt. Hat er auch eine ganze Reihe Spiele eigentlich gemacht. Danach dann noch, also 2 Jahre in Berlin, dann noch 2 Jahre Freiburg. Ich glaube, das war auch noch erste Liga, ne? Oder ist er mit denen abgestiegen? Weiß ich nicht mehr. Dann ging es auf jeden Fall in der zweiten Liga weiter bei 1860. Und dann war er mal in Rumänien. Dazu muss man sagen, er ist nicht gebürtig, glaube ich, aber... Er ist Rumäne. Ja, oder zumindest rumänische Abstammung. Und er hatte keinen rumänischen Pass. Halb Rumäne. Ja, oder so. Und den hat er aber dann irgendwann beantragt, nachdem der rumänische Nationaltrainer ihn dann in der Bundesliga hat spielen sehen. Und offensichtlich brauchten die noch einen. Und dann ist er 2009... rumänischer Nationalspieler geworden und hat immerhin 3 Spiele gemacht, aber dann war es dann auch schon wieder vorbei mit der Länderspielkarriere. Mhm. Genau. Ja. Ansonsten war er nochmal irgendwie in Limassol. Was ist denn das? Ist das Zypern? Zypern. Da steht doch Zypern. Ah ja, stimmt, da steht es ja immer. Und in Elversberg. Ja, mit Elversberg ist er nicht aufgestiegen. Nee, auch nur in den. Halbes Jahr. Ein halbes Jahr, genau. Und jetzt ist er aber auch schon seit 2 Jahren jetzt Unterhaching, wo er in der Jugend auch und anfangs seiner Profikarriere auch schon gespielt hat. Also er ist im Prinzip zurück zu den Wurzeln. Wie er sich jetzt da zum Innenverteidiger entwickelt hat, habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Aber wie alt ist der jetzt? Lass mal gerade mal schauen. Geboren November 82. Das heißt, der wird dann jetzt 35 im November, ja. Na, ein cooler Typ. Ja, nee, also der ist ein cooler Typ. Ja, auf jeden Fall hatte sehr gute Erinnerungen an ihn. In der zweiten Liga, der war ja in der Regionalliga, war er ja schon mal da, hat eine Menge Tore geschossen, ist dann nach Burghausen und kam dann aber wieder zurück und hat dann, nach dem Aufstieg haben sie ihn wieder zurückgeholt. Ich glaube, der war damals sogar in der Regionalliga mal Torschützenkönig. Der hat, ich habe gerade gelesen, er hat im UEFA-Cup-Spiel, sofern hieß es wahrscheinlich damals noch so, ja, genau, ein Tor geschossen ja. Für die Hertha. Genau. Und auch in der Bundesliga hat er getroffen. Ja.
Also. Und jetzt spielt er Innenverteidigung bei Unterhaching. Arme Kerl. Ja gut, es geht nicht immer aufwärts. Ne? Ja gut, laut Wikipedia spielt er dann auch in der Regionalliga. Hab ich eben gesehen, ganz oben. Ja, schön wär's. Achso, der ist vielleicht nicht ganz aktuell. Ja, da muss hier unser Wikipedia-Beauftragter geht da mal ran nachher. Ja, ich gehe eigentlich nur an aktuelle Wiener Spieler, aber naja, mal gucken. Komm, du kannst das doch auch nicht haben, wenn da eine falsche Info steht. Ja, ich kann nicht die ganze Wikipedia. Okay, da muss es tun. Ich habe einen schönen Spruch übrigens gelesen. Hätte sich auch irgendwie die Bibliothek von Alexandria auch nie träumen lassen, dass man einfach nur, um das Gleiche zu erreichen, irgendwie einen Haufen Nerds sich gegenseitig korrigieren lassen müsste. Genau. Du hast noch einen Nachtrag zur letzten Folge, was die ehemaligen betrifft? Ja, nur einen kleinen. Wir hatten es ja mit über Marinovic, der auch Unterhaching, genau. Bei Unterhaching zu der Zeit noch war, ja. Und den Confed Cup gespielt hat. Und wir dachten eigentlich, er bleibt bei Unterhaching und spielt dann dritte Liga. Ja. Er ist jetzt aber in die USA gewechselt. Richtig, wo ist er hin? Ist er nicht irgendwie auch in Nordwesten? Irgendwie ist es Seattle oder Vancouver? Ja, irgend sowas. Ich habe es jetzt nicht mehr aufgeschrieben. Ja. Einer von den beiden war es, meine ich, ne? Ja, weil ich habe mir die mal gemerkt, weil die eine ganz coole Fanbasis haben sollen. Ja, haben sie sowieso. Also Seattle und Vancouver gerade. Ja, und auch Portland. Das ist also ja, genau, diese Tipper, drei, ne? Diese drei Teams da oben im Pacific, genau. Northwest, wie das da heißt. Das ist echt. Also die haben dann auch sozusagen ihre kleinen Rivalitäten und so die spielen sozusagen ihre eigene Meisterschaft dann da aus, so mit denen, also quasi. Gedachte Meisterschaft unter den drei Teams. Also da ist tatsächlich einiges los. Ich war ja vor einigen Jahren ja mal da zum Spiel Vancouver gegen Portland. Damals noch nicht Major League, sondern noch irgendwie, keine Ahnung, also im Prinzip zweite Liga oder sowas. Ja, das war sehr cool. Ja. Und Schindler ist doch auch in die USA gewechselt. Ja, oder? Richtig. So Cincinnati oder FC. Cincinnati FC, genau, der FC ist Cincinnati, ja. Da weiß man, wo man die Spieler jetzt alle losbringt, ne? Ich muss sagen, ich meine, jetzt mal abgesehen von dem Wahnsinnigen im Weißen Haus, abgesehen, ist USA immer noch schon ein verdammt cooles Land. An den Küsten. Naja, nicht nur. Also auch Chicago zum Beispiel, da war ich vor ein paar Jahren zum ersten Mal auch super. Naja, gut, egal. Herzlich willkommen in unserem Reisepodcast. Ja, da können wir auch mal was machen. Dann vielleicht noch kurze Ergänzung zu zwei anderen ehemaligen. Über Christian Kappig hat sogar die Süddeutsche kürzlich geschrieben. Irgendwie so nach dem Motto, einmal Profifußball und zurück war die Überschrift. Werden wir auch mal einfach verlinken. Und unsere frühere Torwart-Ikone Michael Gurski. Über den wir auch schon, einmal weiß, Ikone, immer Ikone. Ich glaube, in Folge 2 oder 3 haben wir, glaube ich, über ihn gesprochen, als unseren ehemaligen des Monats. Im Prinzip sprechen wir immer über ihn. Ja. Also auch wenn wir seinen Namen nicht erwähnen, irgendwie ist er immer dabei. Ja, und spätestens, wenn Kolke mal einen Abschlag ins Aus hat, denken wir auch immer. Er macht er aber nicht mehr. Das macht er nur noch selten, ja, das kommt ganz wenig vor. Auf jeden Fall, der hat kürzlich in Unterhaching mittrainiert. Wo wir uns dann alle fragten, warum? Also hatten die gerade irgendwie einen Bedarf, weil er hat ja eigentlich seine aktive Karriere schon beendet. Der war ja dann noch so parallel da dann noch Torwarttrainer und hat sich ja auf seinen Finanz, was, Finanzberatung oder irgendwas, Versicherung und sonst irgendwas da ja konzentriert. Das hatten wir ja alles ja schon mal berichtet vor längerer Zeit. Und ja, hat er jetzt mittrainiert. Aber ich habe jetzt nicht gehört, dass ihn jetzt irgendwie nochmal tatsächlich verpflichtet hätten, dass er da jetzt hab ich auch nichts gehört. Dritter Torwart wäre, ne? Ja. Gut, müssen wir auch nicht zu sehr auswalzen. Dann. Jetzt überlasse ich Micha. Meine Rubrik überlasse ich euch. Bitteschön. Soll ich? Du hast was für den Hass. Der Hass-Rubrik. Der Gast hat Hass dabei. Ja. Der Gast also hasst. Was ist der Gast? Ich hatte was angeboten und darf das jetzt. Mein Hass verbreiten. Ja, also es geht um die Stadionproblematik in Koblenz und in Würzburg. Betrifft jetzt vor allem die erste Runde im DFB-Pokal und die eigentlich ausgelosten Heimspiele. Und ich, das ist jetzt ein Hass rein aus Fansicht. Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre Fan von der TuS Koblenz. Das ist jetzt erstmal gedanklich schwierig, ja. Aber dann ich hätte ja auch in Koblenz
aufwachsen können. Ja. So, und jetzt ist es so, in Koblenz ist ja erst schon mal kacke, dass die ein Stadion mit einer Laufbahn haben. So, das ist ja erstmal schon mal nicht so gut. Ja, okay, gut. Dann haben sie ein altes Stadion, auch nicht so gut. Jetzt ist es so, Koblenz ist ja, war ja auch ein paar Jahre in der zweiten Liga, dann sind aber irgendwie die Kohle ausgegangen, die sind abgestiegen, Regionalliga und so weiter. Und jetzt haben die, wenn ich das richtig recherchiert habe, die erste Pokalteilnahme seit 2010. Also ist jetzt schon eine Weile her. So, und jetzt wird im Stadion die Laufbahn erneuert für 1,2 Millionen Euro. Wo man sich doch als Fan... Das ist die Stadt, oder? Ja, das läuft über die Stadt. Und da sagt man sich doch als Fußballfan, ja, geil, jetzt habe ich kein Heimspiel im Pokal, weil die Laufbahn im Stadion erneuert wird. Wo übrigens auch ein, ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ das ist, aber ein Leichtathletik-Trainer oder da trainieren ja mehrere Vereine, der dann auch gesagt hat, also seiner Meinung nach hätte man auch nur die oberste Schicht abtragen können, es erneuern und fertig. Also er hält das für überdimensioniert und hätte auch lieber einen Großteil der Kohle in eine Sanierung der bedenklichen Sanitäranlagen und der Umkleidekabinen gesehen. Also auch andere. So, und jetzt ist es so, das Spiel von Koblenz, die haben dann auch noch dummerweise Dresden als Gegner bekommen, das natürlich das Ganze verkompliziert hat. Und im Prinzip, die mussten jetzt ein Ausweichstadion suchen und haben das natürlich versucht, in der näheren Umgebung zu finden. Und da haben sie jetzt von Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat eine komplette Absage, weil die das polizeimäßig nicht stemmen können. Also es liegt dann eher an den Dresdner Fans natürlich. Wobei so. Die natürlich vermutlich auch eine Menge Spiele einfach haben an dem Wochenende in NRW. Ne? Das, wie gesagt, da werden dann ja auch die Reisewege der Fans berücksichtigt bei der Terminierung und alles. Ja, ja. So, dann hatten sie wohl eine Zusage von Frankfurt. Da war aber an dem Samstag, wo das stattfinden sollte, die Arena belegt. Das heißt, es hätte auf Freitag verlegt werden müssen. Und da haben sie dann wieder keine Genehmigung für bekommen. Ich glaube, da hat die Polizei wieder gesagt, ne? Irgendeiner hat da ein Veto eingelegt und so. Jetzt findet das Spiel in Zwickau statt. Und das sind, ich habe das mal geguckt, von Stadion Koblenz zu Stadion Zwickau 423 Kilometer zu fahren. Für die Koblenzer. Für die Dresdner sind es nur 121 Kilometer. Wird natürlich dazu führen, dass das ein Heimspiel für Dresden wird. Die sind ja auch mit Zwickau befreundet, so die Fans. Von daher, ich dachte erst, die reißen denen dann noch die Hütte ab, aber die sind wohl befreundet. Okay. Und und dann das Ganze als, ich hoffe wenigstens, dass der Verein da ein paar Busse oder einen Sonderzug oder irgendwas zur Verfügung stellt für die Fans, weil ja, also es ist auf jeden Fall Kacke, wenn du jetzt da dich mal wieder drauf freust. Ist ja nicht so, dass die jedes Jahr im Pokal spielen. Ja, und dann hast du dann... Ja, man kann ja noch dazu sagen, die haben auch hier, glaube ich, alles im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich, alles abgefragt. Also hier auch... Die haben 50 Absagen bekommen. Hier auch, ja, hier Wiesbaden, Mainz, Offenbach, da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ich glaube, Mannheim auch, und weiß nicht was. Also im Prinzip alles, was noch so halbwegs erreichbar gewesen ist. Genau, also klar, Wiesbaden hat, wir haben ja selbst ein Heimspiel und klar, das ist dann, wäre dann ein bisschen viel wahrscheinlich auch für den Rasen gewesen. Ja, gut, aber wenn die freitags spielen und dann sonntags wieder oder irgend sowas. Ja, wenn das Stadion dann noch steht, ne? Ja, also es gab natürlich viel Sicherheitsbedenken aufgrund des zu erwartenden Dresdner Mobs. Und die Koblenzer haben wohl da auch schon sich beim letzten Mal mit Pyro und alles, okay. Das ist eine. Und in Würzburg, und das, da hätte ich jetzt noch mehr Hass, glaube ich, als angenommen, ich wäre Fan der Würzburger Kickers, dann würde mir zwar die Sonne eher noch aus dem Arsch scheinen, aber die sind ja, haben ja den Durchmarsch gemacht, im Prinzip von der Regionalliga Bayern über die dritte Liga in die zweite Liga. Hat keiner mit gerechnet, Stadion auch nicht. Und war eben... Ja, also die mussten sehr viel Baumaßnahmen tätigen, hat ja dann immer auch mit Lizenzen zu tun. Und das Problem da ist eben, dass es in einem Wohngebiet steht, das Stadion. Und da Anwohner klagen oder geklagt haben wegen Licht- und Lärmbelästigung. Und da wurde schon eine Schallschutzwand auch eingebaut. Und da gab es Bauanträge, die waren aber nicht komplett wohl. Also hatte wohl da auch der Verein so ein bisschen,
nicht so schnell gearbeitet. Da gab es wohl, war wohl angedacht, dass es einen Umbau gibt. Jetzt soll es wohl einen Neubau geben an anderer Stelle. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Beschluss, dass Spiele nicht nach 19.30 Uhr angepfiffen werden dürfen. Heimspiele. Da haben sie ja jetzt, was die Liga angeht, kein Problem. Auch für unter der Woche. Das passt ja. Da geht es spätestens um 7 los. Ja, ich glaube. Ne? Ja, jetzt ist es natürlich so, dass das Spiel Würzburg, also die spielen gegen Werder Bremen, wurde auf 20.45 Uhr gelegt. Ich habe mal nachgeguckt, in dem ersten Pokalwochenende gibt es ganze 5 Spiele, die um 20.45 Uhr, also nach 19.30 Uhr angepfiffen werden. Das will Sky dann übertragen. Dann ist also das, das sind die Freitagsspiele, ich glaube ein Montagsspiel und eins am... Ich glaube, das ist also Samstag. Am Sonntag wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das. Nee, Sonntag gibt es doch nicht, aber das ist am Samstag. Also da kann ich, da muss ich doch auch irgendeine Absicht unterstellen, fast schon. Dass man dem DFB sagt, hier, warum muss das jetzt ausgerechnet abends sein? Weil die acht wollen ja auch immer, dass die Vereine entsprechend alle Bedingungen erfüllen. Ne? Und ja, also ich habe da mal gelesen, also es gibt da eine Begrenzung, dass höchstens 10.000 Zuschauer zugelassen sind. Statt dem VIP-Zelt soll es einen Neubau geben. Die haben ein VIP-Zelt, das ist eh geil, ja. Also, und die dürfen jetzt in Offenbach spielen. Also Offenbach, die Koblenz eine Absage erteilt haben, haben Würzburg zugesagt. Ja. Das ist ja ein ganz anderer Tag. Dann ist das und ja, also die haben jetzt nur 105 Kilometer bis Offenbach. Das geht ja fast noch, wenn man das jetzt mit den Koblenzern vergleicht. Andererseits habe ich gesehen, dass es von Würzburg nach Zwickau nur 270 Kilometer werden. Also, meinst du, sollen wir nochmal tauschen? Die hätten das da mehr. Also es ist, wie gesagt, rein aus Fansicht würde ich da einfach kotzen, wenn ich da denke, komm, also Heimvorteil gibt es für keinen von beiden und haben beide einen schweren Gegner. Also Dresden spielt 2 Ligen über Koblenz und Bremen 2 Ligen über Würzburg. Und die dürfen jetzt durch Deutschland gondeln und aber gut, immerhin hat Offenbach jetzt noch ein Pokalspiel. Ne? Das muss man auch erwähnen. Also die, wenn du das erzählt hättest hier, den letztes Jahr geil, ihr spielt nächstes Jahr erste Runde in Offenbach spielt, gibt's ein Spiel gegen Bremen. Da hätten die sich doch schon wieder gedacht, geil. Aber ja, jetzt können sie so hingehen, wenn sie ein Ticket kriegen. Ja, und das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Ja, zu Recht. Also das habe ich, als ich das gelesen habe oder das ganze, diese ganze Situation da mitbekommen habe, dachte ich auch, das kann nicht wahr sein, ja. Ja, der Gegner wird irgendwie so beschenkt und du, weiß nicht, kämpfst dich irgendwie da rein in diesen scheiß Wettbewerb. Ja. Also vor allem was hast du dann davon? Dass das nicht halt einfach auf da eine Uhrzeit gelegt werden kann. Das wäre so einfach gegangen, das ist eigentlich eine richtige Frechheit. Das ist schon echt unverschämt. Also Koblenz hat halt echt, würde man sagen, die Scheiße am Schuh, ne? Ja. Also dann kriegst du auch noch Dresden und dann will ich natürlich keiner. Ja, ich meine, wenn die jetzt beispielsweise Bremen gehabt hätten oder sowas, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, lass mal es in Mainz sein. Ja, dann sagen die, ja klar, kommt her und bei Würzburg sagst du, okay, fangt irgendwie eine Stunde früher an. Hm. Ja, also. Ja. Ja, sagst du mal, gut, dass es nicht uns passiert ist. Berechtigt. Ja, und wenn ich mir überlege, dass bei uns jetzt die Westtribüne betoniert wird, am Ende stehen wir dann da. Ja. Und müssen irgendwann ausweichen. Im Viertelfinale. Ja, aber wir gehen dann noch. Wir gehen dann noch. Die erste Runde, glaube ich, im neuen Jahr, oder? Also die zweite Runde ist auf jeden Fall noch jetzt diesem Kalenderjahr. Gut, ja, falls es dazu nicht dazu kommen sollte, dass wir jetzt irgendwie im Achtelfinale dann weichen wir aber auch lachend aus. Ne? Ja, oder die warten halt irgendwie vielleicht auch noch einen Monat mit den Abriss. Ne? Das ist, ja, ich glaube, das Achtelfinale ist sogar noch dieses Jahr. Aber das ist meistens kurz vor Weihnachten. Oder? Ja, das manchmal. Ist manchmal. So, ja. Ah, ja, ich weiß es nicht. Okay, ja, und Viertelfinale, dann kommen ja eh so viele, dann müssen wir ins Waldstadion. Aber dann hätten wir dann. Finale ist eh in Berlin. Dann müssen wir die Hassrubrik auch, dann müssen wir noch mehr Zeit widmen, wenn das uns treffen wird. Dann nehmen wir jetzt einen Hass-Podcast auf. Ja, genau. Ist sowieso mein Traum, ne? Ja. Ja, okay. Davon träumst du? Davon träume ich. Von nichts anderem. Nur von einem Hass-Podcast. Ja, ich mach dann die Reiserubrik oder so. Ja, genau. Du kannst berichten, wo du wieder auswärts Hass warst. Genau, die schlimmste Hassreise. Wahnsinn im Bett.
Genau, wir vertonen einfach mal so schlechte Hotelkritiken oder so. Oh ja, cool, genau, hier so auf, wie heißt das, so TripAdvisor, die miesen Kritiken. Genau, ja. Die lesen wir alle vor. Ja. Ich bin drei Geschäfte. Ja, toll, jetzt haben wir es ausgeplaudert. Jetzt müssen wir uns ganz schnell schützen. Wie immer plaudern wir unsere besten Ideen aus. Auch wenn wir Werbung für diese ganzen Ballfellas und SR18-Sachen machen hier. Dann, und wir kriegen nichts davon. Ja, wir kriegen immer noch nichts. Spieler, wenn ihr uns hört, wir möchten hier gerne mal ein T-Shirt mit Steven Ruprechts Hund oder irgend sowas. Wir möchten hier gerne mal Steven Ruprechts Hund verlosen. Einen Abend mit Steven Ruprechts. Mal Gassi gehen mit Steven Ruprechts Hund. Ja. Und dann mit dieser Plastiktüte. Manuel Schäffler hatte jetzt auch einen Hund, das stand gestern, war das im Wiesbadener Kurier oder so ein Artikel. Ein was war's, Labrador-Welpe oder so? Ja, das war auch eine sensationelle Überleitung, weil da stand irgendwie so, ja, das harte Training bei Rüdiger Rehm und als Ausgleich hat er jetzt einen Labrador-Welpen. Ja, dann kann er nochmal ein bisschen laufen gehen, falls irgendwie zum Ausgleich. Ach so, okay, gut. Ich denke mal, das Training ist so hart. Abbruch, ein Hund. Ja. Gut. Die ganzen Mode-Heinis da bei uns in der Mannschaft. Familienplanung ist ist anscheinend noch keine Option bei den Herrschaften. Aber ein paar Spieler haben doch Kinder irgendwie. Also Alpha 2. Also zumindest ein Alpha paar, auf jeden Fall, ein paar werden immer nach dem Spiel auf dem Feld rumgekarrt. Das sind die zwei Minsel und noch einer. Wer denn noch? Ach, da. Das weiß ich nicht. Könnten wir mal in Erfahrung bringen bis zum nächsten Mal. Also Burg hat auf jeden Fall auch Kinder. Ja, das hast du auch erwähnt. Ja, genau. Also von dem wusste ich es noch. Wen gibt es sonst noch? Vielleicht einer von den bisschen Älteren? Von den Neuzugängen weiß man es eh nicht. Wahrscheinlich sind die gar nicht alle von Alf, aber alle Kinder finden Alf so toll, dass sie mit diesen Minzeltrikots rumlaufen. Die sind alle so blond. Also. Ja, gut. Dann sind wir eigentlich fast durch. Schmeiß uns raus. Soll ich euch noch mit einer coolen Sache entlassen? Bitte. Noch was Cooles. Heute war schon so viel Cooles und jetzt kommst du. Die ewige Tabelle. Haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Ich glaube, wir hatten sie ganz am Anfang mal. Die ewige Tabelle der dritten Liga. Also ich glaube, weiß nicht, was in Folge 1, 2, irgendwie sowas. Da hat man die schon mal thematisiert. Da sind wir jetzt seit Freitag, nämlich seit dem Sieg gegen Osnabrück, an genau den Osnabrückern vorbeigezogen. Und sind damit aktuell Tabellenzweiter in der ewigen Drittliga-Tabelle. Yeah. Jawohl. Wahnsinn. Man muss dazu sagen, dass wir auch eine Saison mehr als Osnabrück drin haben. Der Einzige, der noch ein Jahr länger dabei ist und dementsprechend auch noch mehr Punkte, sind die Erfurter. Die sind von Anfang an dabei, alle 10 oder jetzt im 10. Jahr, seit es die Liga gibt. Die kriegen wir dieses Jahr noch. Die haben aktuell 46 Punkte Vorsprung. Wenn wir die aufholen, dann ist es für uns ganz ordentlich gelaufen und für die richtig scheiße. Ja, eigentlich wäre gut, wenn wir sie nicht mehr holen. Nein, ich kann mich auch gar nicht dran aufgeilen an so einer ewigen Tabelle. Nee. Ich will da raus aus der Liga. Ja. Wir haben jetzt ein positives Torverhältnis. Ja, zum ersten Mal seit wann. Also ein positives Verhältnis von Siegen zu Niederlagen haben wir jetzt seit Ende letzten Saison. Aber jetzt tatsächlich auch mal positive Torbilanz von plus 1. Also erst seit gestern und weiß nicht, wie lange das da vorher war. Wahrscheinlich schon über negativ, ja. Das ist eigentlich geil, weil wenn ich mich an das Interview zurückerinnere, was wir mit dem Trainer hatten und er sagte, diese ganze Statistik interessiert ihn nicht. Nee. Aber was der alles an geilen Statistiken für uns so produziert in letzter Zeit. Ja, und auch seine eigene, wenn ich nochmal auf die berühmte Rehm-Tabelle zu sprechen kommen darf. Die es jetzt in echt gibt. Ja, also klar, jetzt in dieser Saison 3 Spiele, 3 Siege, das ist natürlich optimal Ausbeute, aber auch jetzt über seinen kompletten Zeitraum jetzt bei uns. Es sind jetzt, was sind es, ich glaube 16 Spiele haben wir jetzt. 17 gewonnen. Über 2 Punkte sein. Oder war der schon über? Ja, ja. Der war ja glaube ich, gegen Jena, waren wir bei 2 Punkten, oder? Genau, nach dem Sieg gegen Jena war es ja, exakt 2,0. Ja, okay, also vor der Saison noch nicht, ne? Und jetzt nochmal 2,1 irgendwas. Also über 2 Punkte, das ist schon... Kann man auch aufbauen. Go for it, Rudi. Zieh's durch. Okay, ja. Mehr haben wir nicht auf Lage. Ist, glaube ich, aber auch spät genug. Ich glaube, es reicht. Ja, reicht. 2,5 Stunden. Dann, wie immer, gilt... Achso, hier, wolltest du die noch? Nee, gut. Das war jetzt völlig sinnlos, auf irgendwas zu zeigen und nicht zu sagen, was du machst. Das hattest du ja angekündigt mit dem Resten, ja. Könnte man das. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, das Übliche, schickt uns Liebe oder auch Rezension. Wenn nee, Liebe nehme ich nicht. Ja, du nicht. Du bist ja nur am anderen Spektrum zu Hause. Für dich gab es doch damals... Liebe könnt ihr für euch behalten.
Ja, da bist du zu jung für Kodo, oder? Damals Neue Deutsche Welle, Kodo, Ich bin der Hass. Ach so, doch, kenne ich. Kennst du, ja. Okay. Ja. Ich habe das ja damals noch... Da war ich wahrscheinlich noch nicht geboren, aber das war... Vielleicht war das der Hit zu deiner... Nein, das wollen wir jetzt nicht. Zu meiner Geburt, ja, zu meiner Zeugung, wollte ich so sagen. Ja, wer weiß. Keine Ahnung, könnte hinkommen. So vom Jahrgang her, denke ich. Wer will es die 2,5 Stunden auf jeden Fall knacken? Ja, also... Erzähl doch noch was Sinnloses, komm mal. Schickt uns Rezensionen, Kommentare, sagt, wie es euch gefallen hat. Darf Micha wiederkommen? Das Gute ist, das können natürlich nur Leute beantworten, die jetzt bis zum Schluss gehört haben. Ja. Und die sind eh willenlos, also natürlich. Ja, genau. Ja, wir würden freuen, und von euch zu hören. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Das versaue ich jedes Mal. Ja. Ne? Das ist zu schwer für mich. Ist auch zu spät. Ja. Ja, ist jetzt echt spät. Du hast schon so viele gerade Sätze gebildet jetzt. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht war der ein oder andere Glückstreffer dabei. Ja. Okay, also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Feierabend. Feierabend. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.